Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu Last Call. Nier, Automata, Become Ass Gods. Mit Simon Kretschmer. Und Daniel Bühlmann. Und euch, als wichtigen Dritten, der entscheiden kann, ob es weitergeht oder nicht, am Ende dieser Sendung. Was ein bisschen komisch ist, wir hatten solche Fälle auch bei Neo. Wir haben jetzt 4 Stunden, oder nein, eher 3 Stunden, Entschuldigung. Nein, nagelt uns nicht auf die 4 fest. Wir haben 3 Stunden. Und das kann ja sein, dass der Chat nach einer Stunde keinen Bock mehr hat. Und diese Sendung abwirkt, wie in seiner Blüte. Gerade erst noch vor, eigentlich die Knospen noch so knack. Noch nicht mal, wir haben nicht mal angefangen zu blühen, Buddy. Aber es scheint, ja, ich weiß es nicht, aber wir haben schon eine kleine Session gemacht und da waren viele Leute noch dafür, 95%, ja, dass wir weiterspielen. Und das führt uns zu heute Abend. Ursprünglich wäre der Dienstag gekommen, aber wir haben uns gedacht, wir machen einfach Nier Automata Last Call. Wir haben Nils ausgeladen, wobei er durchaus in Zukunft auch mal eingeladen ist, mal reinzuschauen. Ich glaube, er war interessiert, sich das irgendwann mal anzugucken als Beobachter. Ja, genau. Ja, aber wir spielen stattdessen einfach heute Nier die ganze Zeit. Ja, ein bisschen Bock drauf, ne? Vielen Dank. Auch Bock. Ja, vielen Dank für das Feedback unter dem ersten Video. Es macht sehr viel Spaß. Wir nehmen uns die Kritik auch zu Herzen, werden uns mehr auf das Spiel einlassen, denn das ist nicht zuletzt auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir es jetzt wieder spielen. Ja. Obwohl das Spiel schon über ein Jahr alt ist. Es ist so, wir spielen auch nicht so häufig miteinander und manchmal, ne, gibt es so dieses Spiel mit Bart-Phänomen, dass man so ein bisschen vergisst, dass es auch noch andere Leute gibt, die gerne die Story verfolgen würden. Und wir ja eigentlich auch, ne? Ja. Es ist ja eigentlich so. Okay. Da sind wir. Budimon. Ne? Budimon. Genau. 2 Stunden, 27 Minuten, 37 Sekunden waren wir bisher im Spiel. Und wir haben jetzt keinen Recap für euch am Start. Brauchen wir auch einfach nicht jetzt. Wir können es ja, während wir jetzt ins Spiel springen, noch einmal so ein bisschen rekapitulieren. Genau. Wir können ja kurz noch in der Lade, wenn das, je nachdem, wie lange es dauert, wenn wir laden, darüber sprechen, dass wir gerade eben eine Sequenz gesehen haben, die läuft, wenn man das Spiel einfach in seinem Hauptmenü alleine lässt. Und da waren ganz viele Sachen dabei, die uns schon fast schon gespoilert haben. Man hat zumindest jetzt die Wüste gesehen, Szenen in der Wüste, da, wo wir jetzt eigentlich gerade hingehen. Und das war so ein bisschen, oh, okay, dürfen wir das überhaupt schon sehen? Ja, aber spannend, was da alles noch kommt. Das, also, und das ist jetzt wahrscheinlich nur das Teaser-Material. Das, okay. Ja, Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt. Oh Mann, oh Mann. Wir sind gespannt. Nicht zuletzt auch in den Kommentaren wurde immer wieder gesagt, Mensch, geil, dass ihr es endlich spielt. Aber bitte achtet mehr auf die Story. Wir wollen es. Wir wollen es, genau. Aber wir haben auch wirklich Spaß miteinander. Deswegen ab und zu quatschen wir rein, aber wir versuchen es jetzt mehr zu berücksichtigen. Da sind wir. Wir sind 2B. Und neben uns ist 9S. So viel wissen wir schon mal. Für alle Leute, die frisch dabei sind. Wir befinden uns, soweit ich weiß, im Jahr 5204, gehören zu einer Special Force, deren Auftrag ist, zurück auf der Erde zu sein. Und wir sind in so einer Art Refugium von Überlebenden. Zusammen mit der Musik und dein Kameraschwenk ist wie das Intro zu so einem B-Movie, Endzeit. Und dann kommt, der Titel. Ja, so ist es nicht. Es ist eher ein bedächtiges Spiel. Ja, aber guck, dass die stillen Momente feiert. Ja. Hier, guck mal, weiter geht's. Wir laufen jetzt durch die Wüste. Mehr wissen wir auch nicht. Das ist unsere nächste Mission. Mal gucken. Es ist eine Woche her. Wir müssen uns erstmal wieder so ein bisschen einfinden, dass wir das Spiel jetzt gespielt haben. Deswegen finde ich so eine längere Session auch ganz gut. Lernen wir ja auch bei Dark Souls und Co., dass es auch nicht nur schlecht ist. Ups. Glory to mankind. Broadcasts are always so stiff. Report. Mail notification received from access point. Das ist also der 14., zumindest laut dem Intro, was wir ja vorhin gesehen haben, der 14. Roboterkrieg. Oder die 14. Welle oder wie auch immer man es sehen will. Und wir haben so ein bisschen eben drüber gerätselt. Ich weiß nicht, ich zieh dich da jetzt mit rein, Budi, aber du warst dir sicher, dass es im Jahr 5000 spielt. Und in dem Video, was wir gesehen haben, waren es da irgendwie das Jahr 11.000
900 oder so. Was natürlich auch vielleicht irgendwie einen Zusammenhang hat, aber vielleicht umspannt es einen ähnlich langen Zeitrahmen. Und durch unser Safe Game haben wir vielleicht dieses Intro auch freigeschaltet. Irgendwie weiß ich es nicht genau. Wir sind uns alle nicht so ganz sicher. Wir rechnen mit allem. Mhm, genau. Vielleicht auch, das ist ja eigentlich ganz geil, man erwartet zu viel von dem Spiel. Ja. Weil es einfach zu gehypt wurde. Yes. Ich bin auch wirklich gespannt und ich bin mir auch wirklich unsicher geworden, was jetzt diese Zeiten angeht. Und jetzt bin ich natürlich auch darauf geschärft, genauer hinzuhören. Wo befinden wir uns gerade? Was zur Hölle ist eigentlich hier los? Warum sind die Maschinen eigentlich so süß? Ja, die will man noch nicht hauen. Die möchte man nach Hause einladen und ihnen sie ölen. Ja, oder mehr aber kann tatsächlich. Man so wie in Star Wars, so schön in so ein Ölbad reinlassen, das wünscht man ihnen. Ihr habt lang genug geschuftet. Für euch das Öl, für uns der Bagdad-Tank. Aber der hier ist überhaupt nicht süß. Der nicht mehr. Warum nicht? Ja, weil der eine Waffe hat. Oh, hast du gesehen den Move? Ich bin so nach oben geschleudert. Den kann ich noch nicht. Ah, geil, man kann in der Luft jetzt hier, kannst du Kombos machen. Wow. Genau, wir haben so eine kleine, so ein Pot, so nennen. Oi, oi, oi. Wir haben so einen Pot am Start, der kann für uns ballern, wenn wir wollen. Bam! Schön. Sehr gut. So, ich glaube, hier waren wir tatsächlich auch letztes Mal. Hey, our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess nope. That means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well, wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Was ein Timing, ey. Also dieser Weg wurde jetzt für uns frei. Explosives. There's gotta be an easier way, right? Eine Bohrmaschine vielleicht. Wow! Ich kann mir schon gut vorstellen, dass man im Laufe des Spiels noch eine riesige Bohrmaschine sehen wird, bekämpfen wird oder eventuell leiten wird. Würde jetzt aktuell zum Design ganz gut passen, ne? Ja. Also, die sind neu. So ein bisschen was wie Last Guardian, nur mit Bohrmaschine. Oder Bagger. Alter, was wollte ich früher als Kind Baggerfahrer werden, ey. Echt? Das war der allergeilste Job. Und dann von Mike Krüger hier noch, der hatte ja ein, zwei Bagger-related Songs, die mir sehr zugesagt haben in meinen jungen Jahren. Da hier, ne, da hätte ich nur an Bagger gedacht, an so ein Riesenschaufelrad. Kann ich schon verstehen hier alle, die Gegner. Und wenn du jetzt Schaufelmann wärst, Schaufelmann. Aus Shadow of the Colossus, dann bist du halt ein laufender Bagger. Das wäre dein natürliches Habitat, diese Wüste. Du kannst dich endlos durchschaufeln. Und du weißt nicht warum, aber seit Jahrtausenden baggerst du in dieser Wüste um dich herum. Weil du baggerst ja, ist ja so, sehr ja so lustig, weil du baggerst ja in deinem eigenen Sandkasten. Der Sand wird ja nie leer, weil du baggerst ihn ja nur von der einen Seite zur anderen, während du da durchflügst. Das wäre gut, sowas wie Waterworld, nur Wüstworld, wo sie mit großen Baggerrädern fahren. Ey, Buddy, wir sind einfach solche Genies. Das ist voll verkannt, ne? Wir werden einfach, erst in 100 Jahren wird man diese Let's Plays ausgraben. Oh, was war das denn? Das war Kunst. Ja, ich versuche hier hochzukommen, aber es geht nicht. Ja. Du willst an die eine Ecke, wo du offensichtlich nicht hin kannst, willst du hin. Das ist mein Spielstil, leider. Beschreib dich so gut. Es ist mein Spielstil. Guck mal, ich gehe auch nicht geradeaus, sondern ich gehe erstmal nach rechts. Ja, das ist aber. Ich habe mal so Map-Analysen von Halo Multiplayer-Matches gesehen. Ist schon Ewigkeiten her und uralt. Aber das war sehr interessant, dass irgendwie auch 80% der Gamer, wenn sie in den Raum, der rund ist, gehen, erstmal nach rechts gehen. Ja. Das ist wirklich der ganz natürliche Trieb. Und das, weil man das ja weiß, als Gamer, geht man dann ja eher auch. Ja, aber auch als Gamer geht man ja dann eher links. Ja? Die 20%, die denken zumindest ein bisschen mit, die nach links gehen. Ich würde gerne wirklich wissen, wie weit man da in die Wüste reingehen kann. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das wirklich endlos einfach weitergeht. So als Gag.
Wo ist denn hin? Der ist auch hier. Naja. So, die bauen doch nicht irgendwie einfach nur aus Scheiß hier oben Gegner hin. Es macht auf jeden Fall auch Spaß, die zu zerkleinern, zerreiben. Yes! Ah, das war toll, das war befriedigend. Aber leider lebt er noch, das ist nicht schön. Oh, falsche Richtung, schade. Wollte eigentlich auf ihn drauf. Na gut, lassen wir das. Ja, komm, schade. Ja, schade. Schade um die Schläge, die er hätte einstecken können. Ich laufe jetzt tatsächlich erstmal kurz hier vielleicht, lang. Aber ja. Vielleicht werden auch generisch immer Gegner aufgebaut, da wo man rumläuft. Ja, naja, nicht wahrscheinlich, aber es könnte sein. Map, auf der Minimap tatsächlich sah es nicht so aus. Also ja. Da gab es schon vorher die Hoppale. Silbererz erhalten. Ehrlich gesagt wissen wir noch gar nicht, wofür die Ressourcen sind, also so richtig. Ich versuche jetzt einmal noch kurz, ob es hier irgendwas gibt. Nee, komm, ja, ist doch okay, man muss die Grenzen, das Tier im Käfig, auch wenn es ein großer ist, muss die Grenzen erstmal aus, ne? Ausloten. Boah, neue Gegner. Ja, das finde ich gut, dass du die erstmal erschossen hast. Damit die gleich mal Bescheid wissen, wer hier kommt. Ah, das sieht schon nach Spaß aus. Ja, ja, du darfst auch gleich. Nein, ich wollte damit nicht. Ne? Es sieht nicht schwer aus, es sieht angenehm aus. Au. Das ist auf jeden Fall... Ah, okay. Vom Gameplay her finde ich das ganz angenehm, dass diese Fernkampfmechanik, die ist total intuitiv mit dem Pad auch. Also das, ich glaube, wenn man da echt noch ein bisschen Übung reinsetzt, dann kann man richtig schön Kombos machen. Das macht jetzt ja schon Spaß. Dieser flüssige Übergang, der sieht auch schon schön aus und alles, was schön aussieht, lässt einen auch so cool fühlen, ja, beim Spiel. Und ey, oh, der hatte Angst vor dir. Er war nicht so wie die anderen. Ey, das sind doch Liebe. Wir sind die Bösen. Ey. Ja, ich möchte ihn, oder, auch nicht töten. Ich denke mir auch, was soll das denn? Die sind ja wirklich so wehrlos. Bis auf den einen, der hier so im Mittelbereich diese Waffe hat immer. Ja, aber die gibt's ja hier, ne? Die auch ballern. Nein. Doch. Nein. Doch, nein, ich bin nicht. Ach, Herr Pudimann. Was denn jetzt? Na, aber so richtig wollen sie auch nicht. Na, eigentlich wollen sie nicht, ne? Nehmen Sie jetzt das Pad. Ja, gut, dann nehme ich mal. Das ist schön. Es ist ja, bevor man sich hier langweilt, ne, geben wir ruhig mal ein bisschen ab. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. Sehr interessant. Report. Mail notification received from access point. Wo sind meine E-Mails? Siehst du die irgendwo? Was meinst du? E-Mails? Wo meine E-Mails sind? Info, glaube ich, ist es. Info. Da, nee, dann ist es. Nee, dann. Ah, warte mal, du musst zu so einem Terminal kommen erst und da kannst du E-Mails abrufen, glaube ich. Genau. Ja. Ja, also, wie ist das früher, was jemandem gesagt hat, dass jemand angerufen hat, aber man konnte darüber nicht, wie Skoll oder so? Ach, Skoll, ja. Es gab sowas, ja, Skoll, ja. So ähnlich ist es. Ey, du hast eine Nachricht. Call, ja, war das. Ja. Kannst du dir jetzt aber nicht, also du hast eine Nachricht. Mhm. So, ich gehe jetzt wieder. Ja. Springe ich da jetzt einfach runter? Ja, du kannst auch gleiten, wenn du dann... Ach, ich kann ja gleiten. Hui, wie Journey. Und die Mucke natürlich. Aber Zelda musste erst dir so ein Ding holen, ne? Das ist wirklich wie bei Journey, ja. Ich habe mir dadurch, dass ich den Zelda Speedrun gesehen habe und meine Freundin es auch lange gespielt hat, habe ich mir Zelda selbst so komplett... so entmystifiziert und hab irgendwie keinen Drang mehr, es wirklich selbst zu spielen, weil ich einfach schon so viel dazu gesehen habe. Ah, die Mucke. Stark.
James Bond-artig. Da vorne ist auch so ein Transmitter oder was, da können wir die E-Mail abrufen. Na endlich, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Did you read the memo? Not yet! Oh. Wir sind der Feind, guck mal, diese ja. süßen kleinen Roboter, die wir sind die Bedrohung aus dem All, wir sind die Aliens. Vielleicht wollten die aber auch an unsere E-Mails. Vielleicht sind wir in einem Computer und wir sind sowas wie ein Virenprogramm oder ein Spamfilter. Auch nett. Ja. Vorgesehene Korrespondenz. Also, Jahrtausende sind vergangen, seit wir Menschen auf den Mond flüchten mussten und während der Krieg weiterhin festgefahren ist, wissen wir genau, dass wir unsere Sicherheit euren mutigen Bemühungen auf dem Boden verdanken. Wir bitten euch darum, weiterhin alles in eurer Macht Stehende zu tun, um die Erde von den Menschen zurückzuerobern. Maschinen, ne? Von den Maschinen. Habe ich Menschen gesagt? Ja. Das ist... Ich bin keine Maschine. Ein Freundschaftsversprecher. Initiiere Harmlosigkeitsprotokoll. Ich bin natürlich auch ein Mensch. Der Menschheit zur Ehre, Bündnis der Abgeordneten, Menschheitsrat. So, was das? 2B... Hast du von der Jupiter-Wahrsagerei gehört? Die Mädels bei F&G reden in letzter Zeit über nichts anderes mehr. Sie behaupten, dass man durch die Untersuchung der Farbe und Form vom Jupiters großem roten Fleck herausfinden kann, welches Glück einem bei Gesundheit, Arbeit und Liebe widerfährt. Klingt fantastisch, oder? Ich probiere es aus und berichte dir davon. Operator 60. Alles. Die Sekunden kriege ich nie wieder, die ich in diese E-Mail jetzt investiert habe. Und dazu diese Musik. Bitte weiterleiten. Wenn du das an allen 10 Freunde, 18 Freunde... Ja. Ich meine, das ist eine der ersten E-Mails, die man bekommt. Was soll denn das? Oh nein! Poste 5 deiner Jupiter-Farben. Markiere, genau. 5 deiner. Der 90er Jahre. Ja. Au, oh, das ist ja... Ja, ey, Flutsch, du hast das neue Schwert noch nicht in der Hand gehabt. Das ist super. Oh, ich schieße alleine. Viel mit Y-Fighto-Fighten, ey. Mit dem schweren Angriff. Fighto-Fighten? Ja, Ah, nein! Das ist ja gar nicht geil. Muss was essen gleich. So, wie isst man nochmal? Auch das schon wieder vergessen. Digital. Digipad, ja. Moment, das sind die Waffensets. Mittlere Erhöhung, ne? Keine. Oh, nee, Moment. Wie nimmt man? B. Kannst noch eine nehmen, oder? Ja. Okay. Das ist schon die Sängerin, drängt sich schon so ein bisschen in den Vordergrund, oder? Was sind denn diese... Ja. Ist das der Automat auf der Karte? Ja, hast du gespeichert? Fällt mir gerade ein? Ja, hab ich. Gut, ja, dann weiter zu dem großen roten Fleck. Ist das? Ist nichts. Das ist eine alte verrostete Kiste. Nochmal? Eine alte verrostete Kiste. Ja. Wenn sie Arme und Augen hätte, hättest du sie töten müssen. Das ist der Majora's Mask. Optik, so ein bisschen. Run, work, da lag was, Item links. Ah, okay, nein, kein Item wird zurückgelassen. Den kriegen wir schon noch. Vorsicht. Ha! Geht hier, ach, die gehen ja alle voll auf, die haben ja alle hier so einen Umhang, hatten die den vorher auch schon? Die jetzt in der Wüste. Dann ist die Maske ist neu, okay. Du hast ein kleines G-Glück bekommen. Hier rennt man nochmal nicht damit, ey, das muss ich mir abgewöhnen. Rechter Trigger. Auch da. Rechter Trigger, genau. Oh, Dante schreibt neue Waffe in der Nähe. Oh. Jetzt traue ich mich schon wieder nicht mehr einfach nur so drauf los. Hier oben vielleicht. Da oben ist die Waffe. Ganz sicher, das sehe ich doch schon. Hier, guck mal. Oder? Meinst du nicht? Da ist was. Natürlich. Oh. Stromfeste Salbe. Kann man die als Waffe benutzen? Oh, shit, was geht hier ab? Moment. Titanlegierung erhalten. Oh, das ist gut. Wie komme ich da hin? Ja, ich glaube, das ist das Ende. Es geht wirklich nicht, oder? Ja. Ich kann so und dann... Glaubst du nicht, dass ich da hochspringen kann bis an die Kante? Nee, ich oder? Nee, ist nee, nicht. Okay. Nee. Gut, ich höre ja schon auf. Und das ist schon ganz schön cool irgendwie. Es gab nochmal den Tipp, dass wir uns nochmal die Chips angucken sollten und die ausrüsten sollen. Wir sind auf Stufe 6 und wir haben, glaube ich, ja, noch nicht gelevelt sozusagen. Also. Nice. Moment, was? Was sagen die da? Stopp, Angst, die wollen das einfach nicht. Nee. Die haben da wirklich keinen Bock drauf. Warum mache ich denn das?
Mann! Und man kann es auch nicht verhindern, sie greifen einen ja auch an. Da können wir ja das Spiel ausmachen, ne? Können auch Battleground spielen. Oh. Das sind schon geile Angriffe so. Oh oh! Der ist ja super. Salbe, Salbe oder irgendwas nehmen? Moment, digital und dann hier so ein Ding. Ah, nein! Okay. Zum Glück sind die alle nicht so mega aggressiv. Okay. Ja. Ja. Wie kann man noch beschießen? So, ja. Jetzt habe ich hier so ein bisschen im Kreuzfeuer versucht. Okay. Wow. Schutzschild, oder? Sieht und so in den Bauch. In den Bauch. Bauch? Ja. Ich kann sogar nur hinten da diesen Kanister oder was treffen. Ich glaube ja. Vielleicht auch eher so ein Nahkampf. Au, oh, ja, okay, das ist vielleicht dann doch nicht so gut. Der zwirbelt dann doch. Aber es hat was gebracht, wie du siehst. Okay, man könnte langsam mal wieder hier. Warum macht sie diesen, genau. Ich glaube, du kannst wirklich nur unten Schaden machen oder den Füßen ich, oder so. Ich dachte, ich mache ein bisschen Schaden. Ah, ja, jetzt machst du Schaden. Nee, er macht Schaden, oder? Nee, du machst jetzt auch Schaden. Da siehst du die ganzen Zahlen, die aufpoppen? Ja. Ja, ich, das habe ich schon verstanden, dass das Schaden bedeutet. Nice, aber ich dachte, macht der Kollege. Nein, so gut. So, kann ich hier irgendwas machen? Siehst du da was aufploppen? Ja, doch. Ja, okay. Ah. Es geht schon, es dauert nur ein bisschen. Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt, steht oben. Siehst du das? Ja, aber auch nicht genau. Ah, fuck, das war nicht. Okay, jetzt brauche ich mal echt was zum Schnabulieren. Ey, der ist ja fast durch. Wann ist das denn passiert? Eben gerade? Ja, du hast ja schon ziemlich lange drauf rumgekloppt. Jawoll! Immer noch? Du lebst noch! Ich glaube, da oben hinschießen ist nicht so das Beste. Jawoll. Jawoll. Mächtig, wieder so. Ja, theatralisch stirbt er. Neue Stufe legt er frei. Okay. Hier irgendwas. Liegt hier irgendwas rum? Willst du wieder? Nö, mach. Also ich fühle mich befriedigt, weil das war durchaus ein guter Kampf und ich würde auch abgeben können. Nö, ich spiele noch weiter. Ich spiele noch ein bisschen weiter. Ja, hier passiert eh ständig irgendwas Spektakuläres. These are android bodies. Hypothesis. They were killed by local machine life forms. What are they doing here? Unknown. It's like they were gathered here. Oh, cool, maximal Lebenspunkte. There it goes. They don't give up. Run. Oh. Multiple machines detected ahead. But what's with these android bodies? Stay focused. Nice.
Ah, war klar. Oh, okay, ne, sie wollen uns da unten haben. Ja. Aber wie viele da rumliegen? Booty. Bin ich, exakt, ja. What is this? So meinte ich das nicht, aber ja, stimmt auch. Don't listen to them, 2B. Das ist voll gemein. Oh. Soll ich die jetzt alle hier meucheln? Die imitieren Menschen irgendwie. Ja. Die bumsen einfach. Ja, ich. Oh Mann, ey. Ich hoffe, dass es bumsen ist. Ach ja, jetzt greifen. Ja, okay, sie greifen halt echt an. Na, dann haben sie es aber nun mal auch nicht anders verdient. Okay. Zack. Von oben einmal. Schön einen durchgezwirbelt, ey. Fruit Ninja. Du kannst auch R1 sozusagen gedrückt halten, ne? Du kannst das parallel machen. Was parallel machen? Nahkampf und Fernkampf gleichzeitig. Also du ja, es ist, man kann eigentlich alle Buttons gleichzeitig gedrückt halten, merke ich gerade. Ja. Das funktioniert auch. Ja. Aber es wird dann halt ein bisschen konfus auf Dauer. Stimmt schon, ne? Nein. Du bist Asiate, Budi. Du hast das einfach vielleicht viel schneller raus als ich so. Ja, ich würde das nicht, ja. Es sieht cool aus, oder, was ich hier mache? Es sieht nicht scheiße aus. Und sammle ich ein, während er noch kämpft. Oh, ich habe schon ein kleines schlechtes Gewissen, dass wir die jetzt alle wegdödeln, ey, aber naja. Das Spiel will es so. Es will es, ja. Ey, da kommen auch immer neue. Ich liebe dich. Die werden, werden irgendwo gebaut. Alles easy. Was? Du musst was nehmen, du musst was nehmen. Ja, ich hab, Entschuldigung, ich war völlig, ey, das kommen ja immer mehr. Siehst du das, Pudi? Siehst du das? Sehr gut, ja. Was machen wir? Hier, kriegst du die alle platt machen. Ja, da bin ich jetzt irgendwie nicht drauf gefasst gewesen, dass da plötzlich so viele kommen. Und jetzt werden die rot. Es eskaliert hier immer so krass in diesem Spiel. Wie kann man, gibt's einen Shortcut für schnelle Erholung oder so? Nee, ich glaube, das musst du. Das muss man echt manuell machen. Ich schätze schon, ja. Ah, okay. Unten und B einfach, ne? Oh nein, sie bauen einen Riesenroboter. What's happening? Das ist ja fucking GLaDOS, ey. Alter, spinnt ihr? An Android? No. Aus? This is a machine. Er steht halt einfach nur da, nackt. Irgendwie. Ja. Androids, why fight? Ja, okay, da hat er einen Punkt. Ja, aber dann hören sie nie auf, ne? Sie machen einem schlechtes Gewissen. Und es ist alles nur eine Falle. Boah. Okay. Sword. Dodge. Scheiße, er hat's gelernt. I think he's evolving. We better finish this quick. Oh. Vorsicht. Nice. Oh, shit. Ich trau dem Ganzen nicht mehr. Soll ich überhaupt noch angreifen? Boah. Schön. Ich trau
freue mich eigentlich. Sehr gut. Nur so ein, zwei Mal und dann muss man eigentlich direkt wieder abhauen, oder? Das ist super. Oh, schön. Das war gut. Oh. Boah. Vergiss R2 den Dash nicht, ne? Dass du ausweichen kannst. Ah ja, den Dash schon wieder, genau. Boah. Nice. Gut ausgewichen, Mann. Ja, aber... Da kommt man noch so weg. Schön R2 spammen. Und L1 machst du diesen Superschuss. Oh ja, auch schon. Ich vergesse, das ist so viel, was man machen kann. Das ist eigentlich cool. Oh. Aber man vergisst eben auch schnell. Und dann immer noch nachladen hier. Schön. Energie. Ich komme aber auch nicht mehr so richtig an ihn ran gerade. Jawohl. Ah, jetzt! Okay, da habe ich mir vielleicht zu viel auch gewünscht. Ist er denn irgendwie auch mal verletzlich, während er irgendwas macht? Der ist noch so gut. Jawohl, sehr gut, Mann. 400. Ja, aber außer ballern, immer wenn ich haue... Nee, du machst das doch alles richtig, ey. Mann, harter Gegner halt. Fuck. Ja, oh, das war nice. Ja, das war gut ausgewichen, ey. Aber du hast ihn bald. Oh, diese Schreckschüsse. Ja, zum Glück haben wir ganz viele von diesen. Ewig. Ja, das hast du gekauft. Das war sehr, sehr, sehr... Ja, immer einfach alles voll damit. In jede Tasche passt doch noch... Ein Medipack. Ja! Nicht gierig werden, Simon! Abhauen jetzt! Nein! Jawohl! Okay, geil, hier ist das Pad. Ja! Oh! Oh! Du junges Baby! Du hast es eigentlich anders verdient! Das war sein Leben jetzt. Das war sein Leben! Why fight? Immerhin konnten wir ihm noch beibringen, dass er sich verteidigen muss. Oh, shit. Oh, ich wusste doch. Aus ihm heraus, oder was? Keine Ahnung, was ist das? Nein! Oh! Shit, und der ist jetzt pisst. Der erinnert sich an alles. Oh, trauert sogar. Voll Jeep. Er war schwanger mit sich selbst, Budi. Die ganzen Maschinen haben den geboren. Das alleine ist schon freaky für sich. Aber es war auch echt ganz schön beeindruckend. Also das sah schon geil aus, alles gerade. Er ist halt wirklich sehr anime-lastig. Bin ich falsch? Lastig. Nee, nach oben ist schon richtig, oder? Ja. Oh, das ist gut, ja. Siehst du? Ein bisschen doof gelaufen, einfach. Oh Gott. Das ist die epische Mucke dazu. Looks like we're safe now. Denk. What the hell just happened? I know. I've never seen a machine like that before. We better report this to command. Ja. Denkt daran, dass ihr voten könnt. Ich weiß gar nicht, der Vote ist wahrscheinlich schon offen, ne? Soll es weitergehen oder nicht? Wir haben bald die erste Stunde wieder rum. Ach, schon. Ich weiß es offen gesagt nicht. Vielleicht auch nicht. Aber kurz verschnaufen. Alter Falter, was ist da los, ey? So viel. Das hätte Nils auch gefallen. Eigentlich kann man direkt Nils irgendwann nochmal einladen, um den Part nochmal zu spielen. Ist geil gemacht. Und dann, weißt du, jetzt rennt man wieder weg und die Mucke kommt und der Sand und man fragt sich, hä, warum, vor was? Why we fight? Ja, auf die ganze Zeit erleuchtet was. Ist ja das? Das hole ich jetzt noch schnell. Ja. Nein, oh, schon. Es ist schon das, was man auch an Shadow of Colossus so mag, dieser Zwiespalt, der hier auch recht deutlich wird. Ah. Ich würde gerne den Text verstehen jetzt, weil er doch sehr markant scheinbar ist. Mhm. Vielleicht singen die jetzt schon, was passiert. Voll der Spoiler eigentlich. Ja, stimmt schon.
Da hinten liegt was abgefahren. Sag mal jemand, dass man mit R2 ausweichen kann. Ja, das wissen wir. Wir lernen aber noch. Die Ölstadt, ne? Abhängig vom schwarzen Gold. Okay, this is good. We should be able to reach nice. 9S to bunker. Do you copy? I read you, 9S. Go ahead. Operator, we just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them, but I have combat data ready for upload. Understood. Ready to receive. Hopefully you can get something out of it. Puh, ey, das war aber krass jetzt, oder? Also, finde ich schon beeindruckend, ey. Okay, so. Da ist die Map wieder. Ich muss tatsächlich wieder hoch. Also, es kann sein, dass ich gerade einen sehr dummen Weg gegangen bin, leider. Aber ich. Oh, du kannst. Schau mal, ganz kurz. Ja, links. Da die Treppen, oder? Hast du gesehen, ne? Ja, ja. Die Treppen. Die einladenden Treppen. Ja, aber da kommt man wahrscheinlich nicht hin. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Wand. Ja, aber. Oh. Ja, ein zerrisses Buch. Wir können ja tatsächlich einmal kurz auch ins Menü reingehen. Vorhin haben wir via Chat auch nochmal den Tipp bekommen, dass wir Chips ausrüsten. Ich lese es auch jetzt. Rüstet ja. Besser ab jetzt Chips aus. Wir müssen das lernen. Jetzt lass das gleich mal machen. Na gut, dann machen wir das jetzt. Oder? Ja. Ja, kann ja gar nicht so lange dauern. Wir müssen da ja auch durchkommen. Waffenfähigkeit, Plattprogramm, Plug-in-Chips. Typ A, Typ B. Ich mach mal Typ A anpassen, ausrüsten. Achso, nee. Ah, okay, da steht's ja auch jetzt. System, Angriff, Verteidigung, Unterstützung. Die Energieverwaltung, oder wie? Wie viel Power man in welchen Bereich steckt. Ja. Dann sind wir hier richtig? Man kann auch eigene Chips irgendwie auswählen, aber ich glaube, da bin ich falsch. Machen wir doch Gleichgewichtsfokus jetzt. Also man kann es hier umstellen. Guck, jetzt habe ich ein bisschen mehr LP. Ja. Immerhin, aber... Der benutzte Speicher oben ist auch noch wahrscheinlich relevant. Es könnte so ein bisschen sein wie die Ausdauer in Dark Souls. Wobei ich jetzt nicht anfange, alles zu vergleichen. Ja. Okay. Dann ist jetzt Speicher 20. Also die Musik ist doch ein bisschen... penetrant auf gerade Dauer. Ein bisschen penetrant, finde ich auch. Wichtige Gegenstände... Das ist nix. Stromfeste Salbe. Tierköder. Dieses Gehglück müssen wir irgendwann auch mal nutzen. Irgendwann mal, wenn richtig viele Gegner da sind, so wie vorhin, als diese ganzen Minions kamen. Ja. Aufgaben, alle Aufgaben ist auch klar. Mit Ausrüsten haben. Könnt ihr selber zuordnen, sagt der Chat. Also... Kann man ja mal probieren mit einem oder so. Okay, das einfach, ne? Ah, hier. Ach! Mach mal alle Chips. Ah, okay. Alter. Das sieht kompliziert aus. Okay, ich kann dich nach oben, nach unten verschieben. Ja, das. Aber ich raff das ehrlich gesagt nicht. Du musst es irgendwo reinquetschen. Dafür muss vielleicht. Ah. Was anderes muss dafür, genau, gehen. Oder dass es vielleicht grauer ist, noch die Kapazität, Sachen, die du noch rein. Ah, warte mal, kannst. Hier Offensivheilung. Ach ja, so ist es jetzt ja. So. Und nach, genau, siehst du genau. Ja. Wie umgekehrtes Tetris. Ja. Das ist alles vollstopfen. Ja, da reicht noch. Interessant. Kann okay, ich lass mal gucken, was noch so ist. Ein Fünfer kann ich noch. Autogegenstand. Ah. Oh, benutze Heilgegenstand bei Elbe. Und heilt 15% mehr. Ja, finde ich gut. Geil. Ist das nur für Anfänger oder was? Oder was stand da gerade? Ausweichdistanz um 40. Was machst du? Okay. Geht das einfach so? Dann lass das mal. Ich glaube ja, aber dann muss ich den anderen wegnehmen. Ist ja auch in Ordnung. Also, hier, ich habe Hieb jetzt genommen, der kostet 10 sozusagen. Dann muss ich den rausnehmen, weil... Na schade, aber der ist schon gut, ne? Also, ich kenne ihn nicht, aber... Ist ein hart Schaden. Was ist eine Offensivheilung? Was ist eine Offensivheilung? Mach mal bitte, da gehen wir drauf. Ey, das ist doch geil. Sowas ist doch immer super, oder? Du teilst aus automatisch und kriegst automatisch dadurch ein bisschen Lebensenergie. Ja, aber warte mal, da muss ich trotzdem was wegnehmen. Ach so, dick ist das? Ja. Ja, okay, aber dann... Max 1 LP ist wichtig, Hutsteuerung... Sowas kann man meiner Ansicht nach rausnehmen. Ja, so Schönheitsdinger... Schadenswert, also man sieht halt dann einfach den Schaden nicht, den man macht. Ist aber auch okay, brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ich brauch's eigentlich auch nicht. Ja, aber vielleicht werden wir uns noch ärgern, aber dann stecken wir es halt wieder um. Was ist denn was Kleineres? Speicherpunkt? Nee.
Aber jetzt habe ich doch alles. Oh, der Chat hilft auch ein bisschen. Die Zahl in Klammern gibt den Platz an, genau, der verbraucht wird. Ja, das hab ich, haben wir auch. Ja, das haben wir jetzt schon gerafft. Genau, ihr seid ja auch ein bisschen Delay. Achtet auf die Zahlen dahinter. Wenn ihr drauf geht, verliert ihr alle eure Chips. Oh, oh. Oh, echt? Okay. Gut zu wissen. Nein. Oh, nee, ey. Gut okay. zu wissen. Oh, nein, ey. Alle Chips. Na gut, wahrscheinlich werden die einem hier auch inflationär entgegengeschmissen. Na gut. Okay, so. Weg mit dem Betriebssystem braucht keiner. Nein. Also jetzt sieht man den Unterschied hier zwischen diesen beiden Elementen. Wir nehmen jetzt Typ C und den haben wir auch ausgerüstet. Ja, geil, der ist und super. Und rechts oben steht auch benutzte Speicher 40 von 40. Das heißt, wir sind aktuell voll beladen. Das mag ich, das probieren wir jetzt mal aus. Und ich glaube dann Level 6 oder Stufe 8 gibt uns dann den Platz wahrscheinlich frei für die Chips, nehme ich an. Eine Ergänzung noch zu der Chip-Todeskiste. Man kann die ja dann immer noch von der Leiche holen. Das darf man nicht vergessen. Man kann sie ja immer wieder zurückholen, aber man muss den ganzen Käse wieder neu ausrüsten, nehme ich an. Ja, naja. Jetzt muss ich leider den Weg zurückfinden. Oh, wir haben, was mir gerade auffällt, ist, dass ihr eure schwere Waffe mit eurer leichten geswitcht habt. Ja, aber das habe ich extra gemacht. Okay, ja, und ich konnte auch nicht mehr lesen. Es ging zu schnell, nicht mehr lesen, was. Aber das, ob das gut oder schlecht war. Ich nehme einfach mal an, und das ist die beste Option, die ihr hättet wählen können. Also, so, warte mal. So. Das müssen wir nehmen. Waffenset 2, weil da haben wir das krasse Schwert, was wir in der ersten Folge uns geholt haben. Auf dem leichten Angriff, das heißt, wir teilen häufiger schneller Schaden aus. So, was sind denn Kampfarmschienen eigentlich? Oh, das, da kannst du garantiert noch richtig schön was dran packen. Nee, echt? Doch, für den Nahkampf, nicht jetzt, aber, also, klick mal auf Ausrüsten. Nee, siehst du, das ist jetzt... Haben wir nichts anderes, ne? Jetzt. Nein, aber ich wette, da gibt es noch schöne extra Perks zum Dranhauen. Ich muss einmal kurz gucken, ob ich es wirklich ausgewählt habe jetzt, weil... Du kannst ja mal hier machen, ich guck mal in den Chat, aber wir wollen ja jetzt auch nicht nur Backseat gamen, aber im Grunde hat man am Anfang ja eh nicht so viel Auswahl. Was, ich mach das einfach andersrum, ja. Ich rüste einfach beide jetzt so aus, weil wir spielen ja eh nicht, dann ist das in Ordnung. Entfernen. Oh, alle EP verlieren wir auch, ne, seit dem letzten Checkpoint. Okay, aber das, ja... Das ist ja mittlerweile leider Standard. Ja, okay, aber wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Da muss ich doch hoch. Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt. Durch die Höhle. Sind wir da nicht hergekommen? Komme ich vielleicht hoch? Ja, genau, aber ich muss ja auch wieder zurück. Siehst du den roten Punkt? Es sieht aber nicht so aus, als ob du da lang kannst, um ehrlich zu sein. Oh, nee. Oh, Mann, nee. Hm. Naja, aber wenn es so ist, dann soll es ja so sein. Vielleicht musst du einfach... Hier um die Ecke schnell oder so. Ja, aber es sieht tatsächlich nicht so aus, als ob ich hier runterkomme, ne? Nee, der schickt mich immer wieder runter, leider. Also versuch's ruhig nochmal, weil es kann natürlich sein, aber ich glaube nicht. Ja, dann muss es wohl hier weitergehen. Ist doch egal. Der Weg ist das Ziel. Versteckte Kombos. Oh nee, ich muss den ganzen Weg wieder draußen rum machen, oder was? Naja. Alles für die Goodies. Okay, da kann ich auf jeden Fall wieder abspeichern. Wir können das ja gleich machen in der Werbung, während ihr euch kurz mit Produkten, die eure Aufmerksamkeit fordern, beschäftigt. Werden wir jetzt mal eine Runde, wie heißt das, wenn man dasselbe nochmal immer wieder macht? Wahnsinn, genau, das wollte ich sagen. Wir werden ein bisschen wahnsinnig, ne? Und dann sehen wir uns wieder hier, bis gleich. Bis gleich. Erhebt eure Kaffeetassen und stimmt die Opernstimmchen an. Es ist Nier Automata-Zeit. Und Budi hat sich verlaufen in der Epicness dieses Games.
Kurz mal abschlürfen. Ja, natürlich. Das ist völlig dumm. Zu erwarten. Wirklich, ich habe mich wirklich einfach verlaufen. Das ist echt traurig. In der Zukunft sieht eine Ruine wie die andere aus. Es ist ein weiser Spruch. Aber es ist wirklich so anstrengend, weil hier waren wir nämlich schon alles und ich muss jetzt gerade alles ablaufen und ich bin mir nicht sicher, ob das alles korrekt ist, ehrlich gesagt. Doch, Budi, hast du mal versucht, die Map zu lesen? Ja, habe ich, aber das hat es leider nicht besser gemacht. Es hat's ist ein rotes Quadrat. Da musst du hin. Überlege, ob wir einfach durchgängig auch so reden sollten. Ich weiß nicht, mal kurz in den Chat gucken. Nein. Knallhart durchgeopert. Ja, zwei Opas. Da waren wir schon mal. Das weiß ich noch. Oh nein, ich muss jetzt aber nicht. Hey, warte mal, bin ich wirklich so scheiße gelaufen? Muss ich wirklich den ganzen Weg? Naja, jetzt ärgere dich doch nicht. Ne? Willst du dich den ganzen Weg darüber ärgern? Du hast doch. Was haben wir denn noch mehr erreicht? Irgendwas war doch irgendwie was doch gut. Irgendwas, ja, irgendeinen Grund hatte das. Das Momentum halt so komplett zerstört, weil jetzt sind wir wieder hier. Und hier sind wir von geflüchtet. Siehst du, aber da geht's auch lang, sagt der Chat. Ja? Schaut auf die Map, ja, habe ich gemacht. So, jetzt sind wir hier und hier muss ich nämlich wieder lang. Nee. Nee, da sind wir nämlich runter. Da muss ich hin. Da muss ich halt hin. So. Ja, da. Zum Kreis! Zum Kreis. Aber wie komme ich da hin? Das ist die Frage. Hier entweder da lang, genau, zu dem großen Fragezeichen. Hier komme ich ja gerade her. Nein, das ist bestimmt was Eigenes. Aber kannst du denn nicht rechts jetzt, also Süden? In den Süden und weiter runter und dann nicht in den Westen, hier sondern ja, im Osten weiter. Oder endet das da? Ist das eine Sackgasse? Ich weiß es halt nicht. Okay, ich muss jetzt hier lang. Aber hier sind wir doch gerade geflüchtet. Verbindung zum Netzwerk hergestellt. Das darf nicht wahr sein. Das ist ich mach einfach mal. Ich wette, wir kommen da gleich. Genau, wir kommen schon gleich drauf. Oh, noch einer. Was geht denn bei euch ab, ey? Nee, wow. Sind die plötzlich größer und stärker? Ja. Ja, genau. Zwei oder was? Okay, vielleicht abhauen. Vielleicht wirklich abhauen? Ja, ich versuch's. Ei. Das ist doch ein Witz. Ich bin froh, dass ich nicht am Bett bin. Oh. Loot. Weg. Oh. Okay, hier ist richtig. Oh. Oh. Ja, genau. Ja, der Chat. Ja. Die sind OP. Level 38. Die kann man nicht alle machen. Zu viele davon. Die spawnen unendlich. Haut ab. Okay. Die wurden getrollt, glaube ich, vom Chat. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Warum haben sie alle das Bedürfnis, so, Klamotten? Einfach nochmal hier, so. Einfach nochmal. Finde ich gut. Einmal und dann abhauen. Laser nochmal reingehen. So den Stein. So, wenn die Bullies einen in Ruhe lassen haben, dann noch von oben so einen Stein runterwerfen. Fickt euch! Und dann wegrennen. Ach ja, es sind die kleinen Freuden. Aber vielleicht sind wir auch der Bulli. Ja. Weißt du, wir einfach nochmal nachgetreten. Obwohl, weißt du. Die Guten. Ja. Mann, die haben hier. Das waren. Die haben eigentlich nichts gemacht. Einen Menschen geboren. Ich weiß nicht. Ich trau auch irgendwie. Okay, ich trau dieser Menschheit noch nicht. Hier sind wir, alles klar. Und da sieht. Ach, das sieht schön aus. Hier habe ich vorhin aus reiner Loot-Gear eine Abkürzung genommen. Ich bin hier auf die andere Seite gesprungen und bin da geradeaus durchgerannt. Und das hat uns vollkommen von dem ursprünglichen Weg abgebracht. Aber wir haben doch irgendwas bekommen, irgendwas. Ja, eine Salbe und halt 100 Gold. Ja, okay, es war es nicht ganz wert. Ich war noch so ein bisschen gehuckt davon, dass irgendwer geschrieben hatte, dass es irgendwo eine neue Waffe in der Nähe war. Ja, stimmt. Ja. Die haben wir auch nicht entdeckt. Nee. Da steht einfach mal so eine Kiste. Das ist eine richtig komplizierte Kiste. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben, wie können wir die Kiste so kompliziert wie möglich aussehen lassen. Wann kommt wieder ein KHD mit Eddie? Ja, da müsst ihr auf Red Dead Redemption 2 warten. Das wird wegen des großen Erfolges wahrscheinlich dann fortgesetzt. Oder auf das neue Pokémon. Ja, ich hätte sehr auf das neue Pokémon, das wäre wirklich nicht schlecht. Aber das haben wir ja auch schon mal gemacht mit Sonne und Mond. Aber ich würde Edis so gerne mit Metal Gear Solid sehen, aber er mag es halt nun mal einfach nicht. Und er sagt halt Metal Gear Solid. Dark Souls. Ja, dem zweiten Metal Gear, weil er hasst Kojima. Und der zweite Metal Gear ist echt cool.
Aber Ada hasst auch Cutscenes und der, naja, das Spiel basiert ja, halt gut, mehr oder weniger. Ja gut, aber was hasst der halt nicht? Das ist das Problem, Dark Souls. Und da wird's dann eng, weil außer Dark Souls, er hat ja recht, wenn er sagt, ich habe euch ein Spiel angedreht, was geil ist, und ihr wollt mir ein Spiel andrehen, das scheiße ist. Da kann man natürlich drüber streiten, aber zumindest ist Dark Souls ja wirklich kein schlechtes Spiel oder so. Und wenn ihm halt das Spiel wirklich nicht gefällt, kann ich ihn nicht dazu zwingen. Naja, Sekiro halt, ne? Was oder was? Sekiro halt. Ja, aber das will ich doch spielen. Das stimmt. Das will ich ihn nicht spielen lassen. Ja, und das hast du schon jetzt gesagt. Also ich finde durch Nioh und meine aktuelle Dark Soul-Prominenz, möchte ich es fast sagen, habe ich mir dieses Recht verdient. So wie er hat mir Batman bei Game One geklaut, dann klaue ich ihm Dark Souls bei Rocket Beans. Zack. Ich musste jetzt manuell die Musik ausstellen, weil so ich möchte Simon Kraschow, ich möchte dir einen Vorschlag so machen. Ich möchte einen Vorschlag machen. Ja, nee, aber jetzt rudert er wieder zurück. Ein Couch an Couch Knaller durchgenommen. Das bedeutet, man startet parallel. Ja, mit Sekiro. Mit zum Beispiel mit Sekiro zum Beispiel. Sekiro. Oh, oh Gott, das wäre so geil. Oh Gott, und dann Multicam einfach und dann, oh, ist das gut. Ilias und ich hatten mal so eine Sendung, die genau das gemacht hat, so auf zwei Arten dasselbe Spiel, parallel. Ja. Ja. Aber die war nicht so erfolgreich. Wie alles mit Ilias. Ja, genau, das war, ey. Das war nur, um Ilias zu ärgern. Ey, der war in Tokio, der war hier, TGS. Ja, ich weiß, das ist ganz geil, ne? Ja. Danke, und außerdem ist Gamefights mega fucking cool und erfolgreich. Ja, jetzt, nachdem wir beide auch mal da waren. Ja. Oh, ich habe eine alte Maske gefunden. Eine alte Maske? Ja, die wahrscheinlich hier von diesen Dino? Lustigen. Ja. So tatsächlich finde ich diese Masken hier von den Mannequins schöner als die von Sido. Tatsächlich, es fehlt noch ein Hip-Hopper in so einer Maske, finde ich. Es sind immer diese bedrohlichen Totenkopfmasken. Ja, warum denn nicht mal eine Wobei, Dead Mouse sieht ja so ein bisschen aus, nur halt mit Mickey-Maus-Ohren noch da drauf. Ach, ist dieser ja. DJ, ne? Ja, ja, genau. Ja, da halte ich es wie, ich weiß nicht, wer das getwittert hat, aber es gibt jetzt genug DJs. Finde ich einfach, kann man, es gibt jetzt einfach genug DJs, man kann es, glaube ich, einfach mal aufhören. Jetzt ist gut mit DJing. Das Nachtleben ist prall gefüllt und wir haben genug Drogen, die rund um Berlin zirkulieren. Es reicht. Keine Ahnung. So, ich hab da hingetrunken, glaube ich. Oh, oder hast du da Zucker reingemacht? Ich mache, aber eben kein Zucker, sondern Stevia. Weil ich gut mit dem mache. Ich trinke doch ohne Zucker. Ab und zu mal in meinem Leben brauche ich kein Leben. Nein. Deswegen machen wir das Leben auch. Ist salzig. Und Elektrolyte. Ein bisschen herb. Salzig und herb ist ja, das Leben. Es ist und granatenstark. So. Warum sind wir denn jetzt wieder am Anfang? Ich weiß es. Was haben wir denn jetzt gemacht, sag mal? Ich weiß es nicht. Das war unser Ausflug in die Wüste. Fortschrittsspeichern. Ja, ich bin jetzt hier zum Ziel gegangen, weil hier soll es weitergehen. Na gut, okay, dann, ich glaube dir. Jetzt geht's weiter. Psst. I think we've earned a breather. Say 2B, I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with the machines. Maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance. Mama, ne? Ja. Ja, ich will jetzt nicht mehr hier rumrennen. Ja. Ich habe ja gerade schon eine extra Runde gemacht, also. Es war aber trotzdem eine unspektakuläre Mission, sag mal. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Wie? Ernsthaft? Na, es war cool mit diesen. Ah, nee, okay. Ja, wir haben doch diesen mega. Ja. Das war doch mega krass. Nee, du hast recht, die war wirklich. Ja, okay. Ich meinte, das war so dumme rumgelaufen. Ja, das lag ja an mir, weil ich. Na gut. Ich wollte ja auch nicht aufs Spiel haten. Ich sag ja schon gar nichts. Nein, die Baby- und Mann aus Roboter-Nummern war schon verdammt abgefahren. Die war sehr, sehr mächtig, fand ich. Ich finde es toll, dass die diesem Bausatzsystem irgendwie einfach treu bleiben. Ne? Dass es derselbe Roboter ist wie die anderen, nur eben nicht so friedlich, sondern mit Mittelstücken, die einfach brutaler sind und gewalttätiger und nahkampforientierter. Ja, dieser Megatank da, der war echt sehr, sehr geil. Ne? Wo plötzlich zwei aufgetaucht sind, dieser arme Mann da. Und selbst diese Nomaden, sage ich jetzt mal, von außerhalb, hatten dann eben, selbst die Großen hatten so Ponchos oder Umhänge. Also haben den das Bedürfnis, sich zu individualisieren. Was ich noch lernen muss, ist, es gibt auf jeden Fall so einen Finisher irgendwie, und den muss ich halt noch lernen, ja. Also wenn die auf dem Boden liegen, dann kann man die wohl noch irgendwie mit so einem Finisher irgendwie platt machen. Ich finde es beeindruckend, dass man wirklich bei Nier Automata alle vier Schultertasten, aber auch noch die anderen Buttons benutzt, also auch im normalen Kampf. Selten, dass du
dass du mal eine nicht brauchst für einen längeren Zeitraum im Kampf. Das ist schon cool gemacht irgendwie. Und das Anvisieren ist so schön butterweich, easy. Alles butterweich. Alles ja, butterweich. Ey, gameplay-technisch kann man gar nicht meckern, das ist mega. Ja, also holt euch, bitte holt euch die Konsolenversion. Jetzt, wo ich das gerade so, wo wir von butterweich reden. Ja, wobei, das ist also. Viel anders ich als meine PC-Version, tut mir leid, das möchte ich niemandem empfehlen. Ja. Da muss niemand durch diese Probleme, die ich da hatte. War das alleine oder was? Lief das bei dir super? Nee, ich habe nur gelesen, dass viele Leute auch geschrieben haben, hä, wieso Probleme, das läuft butterweich. Es gibt ein Video, ja, wo ich das versuche zu spielen und es wirklich ruckelt und dann niedrige Auflösungen und nur durch Fan-Modifikationen lief es überhaupt erst richtig und in 60 Frames. Ja, okay. War schon schade. Ja, schade. Wir spielen die Become-As-God-Variante, die Edition. Niemals nicht darüber lachen. Wir spielen auf der Xbox One jetzt gerade. Das nur mal so als nochmals als Info. Ach, jetzt muss ich schon wieder außen rum oder was? Ich raste ärger aus, dich nicht über das bisschen Laufen. Bist immer an der frischen Luft. Die anderen sind oben in dieser Basis. Der ist in der Bobasis. 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 Warte mal. Ja, auf den Baum kannst du vielleicht drauf. Ich will nur einmal checken, nicht, dass ich schon wieder irgendwie Schwachsinn mache hier. Naja, es also geht ja da auch muss ich hin. Ja, du läufst doch schon. Genau. Einfach. Hätte ich aber hier lang, gekonnt. Naja, ist egal, geradeaus und rechts. Aber jetzt, wo du es sagst. Ja, schau mal. Nice, Simon. Über den Baum abkürzen. Geht's hier auch hoch? Bei der großen Wurzel links. Ja, schau mal nicht. Leider nicht. Aber das sind Gegner, siehst du das? Da die schwarzen Zeichen auf der Minimap. Also, das muss ja, das muss ja ein Indiz sein für irgendwas. Wenn man reinhüpft, ne? Ja. Du suchst ja aber auch deine Feinde. Da haben sie sich schon verzogen, bis unter die Wurzel. Und trotzdem sind wir noch hinterher. Hallo. Jawohl, sehr gut. Ja, hier. Die haben euch gefunden, ey. Mann, die tun mir irgendwie echt leid. Ja, ey. Die gammeln doch nur da rum. Lass sie mal hängen. Aber du brauchst die Teile. Wir brauchen die Teile. Ja, plus sie scheinen ja wirklich uns auch ganz schön viel Ärger gemacht zu haben. Alles ist kaputt. Oder waren wir das selbst? Geben wir den Robotern vielleicht nur die Schuld für einen Krieg, auf jeden den Fall. Die Menschen gegeneinander, untereinander geführt haben. Sehr wahrscheinlich sogar. Ich kann mir das irgendwie auch besser vorstellen, dass sie sowas wie den Haushaltsrobotern die Schuld geben am Weltkrieg oder so. Naja, es ist halt Detroit Become Human, nur sehr, sehr, sehr weit vorausgedacht dann. Ja, ich denke mir so, diese Roboter, die sind ja eigentlich nur einsam. Die sind da auf der, ne, vielleicht die Maschinen. Ich nehme an, es geht darum, dass die Maschinen versuchen, menschlich zu werden. Was eigentlich lustig ist, weil wir sind ja auch Maschinen. Aber wir sind. Weißt du, was ich meine? Wir entwickeln uns von Mensch zu Maschine. Und die Maschinen hier entwickeln sich von Maschine zu Mensch. Vielleicht und in der Mitte trifft man sich dann bei Android. Weil wir sind unsere Variante von Androids. Und das, was wir zum Beispiel gerade gewitnessed haben, um mal richtig geiles Denglisch zu speaken. what we just witnessed. Like this man, machine, slimy thing, bla bla bla, ne? Dass das eben unser Gegenstück ist. Mann, ey, I'm so on a roll. On a roll, ey. Du aber auch. Ja, aber wobei, also ich bin jetzt hier schon wieder, opa, weg, alle. So, Leute sagen, du hast recht, ich hab recht, wir haben alle recht. Wir haben alle recht. Das gefällt mir. Ja, genau, hier mit dem schönen hier, so, Baby, ja, schon wieder verpasst, Mann. Wo ist er? Sind die alle tot? Nein, dann noch nicht. Siehst du? Oh, oh. Ah, schon tot. Bumm. Bumm. Au. Mitten ins Gesicht explodiert. So, jetzt weiter. Ja, es gibt hier auch so mega Hirsche, die man auch reiten kann, ne? Wir haben uns auf jeden Fall irgendeinen Geruch geholt. Den hast du gekauft letztes Mal. Ja. Dass ich mir den so, Geruch kaufen muss. Jetzt, ich raste aus. Hier wollte ich doch durch. Und es geht einfach nicht. Ist doch nicht schlimm, Buddy. Gehst du einfach nach rechts, siehst du auf der Karte. Tatsächlich, die Hindernisse sind auf der Karte. Ich glaube, du kannst hier durch das Haus. Oder da auch durch. Die Hindernisse sind auf der Karte nicht markiert. Auch nicht, wenn man sie einmal gesehen hat. Interessant. Aber auch nervig. Das ist so fies, ey. So, jetzt aber. Oh, hier schön. Ich wette, du kannst, wie immer, hinter einem Wasserfall auch da in das Rohr zum Beispiel.
Das also große Wasserrohr. Ich finde tatsächlich die Motivation gerade, also ich finde es einen ganz netten Mix dieser Open World. Du meinst, das vorzugehen hier? Ja. Der alte Simon sagt. Ja, ich habe doch den Baumsaat, den wollte ich Wasserfall-Experte Simon, hier ins Rohr hinein. Geht nicht. Ah, ihr seid aber schlechte Entwickler. Da habt ihr aber wirklich eine Chance ausgelassen. Das gibt Ärger, wenn die auf der großen Entwicklerversammlung. Ja, auf jeden Fall. Wenn die große Entwicklerversammlung. Das Rohr. Let's talk about the Rohr. Die hätten doch zumindest hätten sie so ein kleines Item da, oder? Das ist doch wirklich das Mindeste. Nebenaufgaben. Du kannst Nebenaufgaben von Auftraggebern mach ich nicht. In der ganzen Welt akzeptieren. Ja. Angelt doch mal. Ja, man kann angeln, ich weiß. Ey, es ist wirklich lehrlich, du musst weiterspielen. Ach, wir sind ja wieder hier am Weg. Ja, mussten wir auch. Warte bitte, kannst du, ich muss, keine Werbung dafür, ich komme gleich wieder. Ich muss wirklich schiffen, das Rohr hat mich zum Schiffen motiviert. Okay, ich lese einfach sehr laut vor, was passiert. Ich gehe nun, okay, das ist gut, er mutet. Das wollen wir alle haben. Ich gehe natürlich direkt zum wichtigsten Menschen, der mit dem ganz anständigen Poncho. Das ist so, daran erkennst du einen Anführer in dem Fall, dass er im Zweifel nicht kämpfen muss, weil mit so einem Poncho, mit so einem Umhang, da kämpft es sich ganz schlecht. Das kann nur Batman und der benutzt es halt auch nur als, ne? Also, wenn du hier flüchten musst, bleibst du irgendwo hängen und dann war's das mit der Rebellion. Musst du wissen. Die Anemone. Ich habe vom Knallkopf von eurer Begegnung in der Wüste gehört. Gute Arbeit. Jackass war das. Als Dankeschön haben wir nicht viel zu bieten, aber ich habe hier ein Zimmer für euch vorbereitet. Ach ja. Da. Das ist das Mindeste, was ihr tun könnt. Ihr könnt es nutzen, wie ihr wollt. Jetzt können wir da wahrscheinlich speichern und vieles mehr. Budi, wir können jetzt hier, wir wohnen jetzt hier. Haben wir ein Haus? Wir haben, ja, eher ein Zimmerchen. WG-Zimmerchen. Aber zum Glück teilen wir uns den Raum nur mit 20 anderen Kisten. Insofern, und da ist sogar... Aber sind wir nicht selber auch einfach nur eine Kiste, die halt laufen kann? Ja. Mit zwei riesengroßen Schwertern. Brauchen wir... Und einem Premium-Hintern. Braucht dieser Premium-Hintern, der wahrscheinlich aus Metall ist, überhaupt Pflege oder in irgendeiner Form Ruhe? Ich bezweifle es. Okay, so, das ist ziemlich groß. Bist du sicher, dass es in Ordnung ist, wenn wir so großes Zimmer bekommen? Ich will da gerade hingehen. Achso, sie reden noch, Entschuldigung. Ja, wir haben die Erlaubnis schon vergessen, außerdem werden wir für eine Weile hier stationiert bleiben. Da wird ein Bett wohl nicht verkehrt sein. Da gibt es wohl kein Argument, das abzulehnen. Es sei denn, du willst mit mir nicht in einem Bettchen schlafen. Gleich mal alles. Kleines Gehglück erhalten. Ach, es sind sogar zwei Betten. Eigentlich will ich ja nicht pausieren. Aber ist das auch Speichern? Ich glaube ja, oder? Speichern und du kannst, glaube ich, irgendwie Wartungsarbeiten machen. War das nicht so? Okay. Was sagt der Chat? Keine Ahnung. Ach so, wir haben den Vote gar nicht weiter... Ja, wir können mal kurz checken, wie der Vote ist. Denn ansonsten würden wir sofort abbrechen. Instant. Ich würde das Mic droppen und dann gehen wir hier raus und nach Hause. Also, wie sieht der Boot aus? Wollen wir aufhören? Eigentlich, sag mal, was denn? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock aufzuhören. Ja, aber so sind die Regeln. Ja, dann lass es doch. Müssen wir den vielleicht auch einblenden oder was? Dann müssen wir einfach weiterspielen. Dann müssen wir erstmal weiterspielen. Der Boot. 150 zu 21. Okay, also es sieht noch. 151 zu 21. Simon Kretschmer. Wie können wir das denn jetzt bitte in Prozentzahlen ausdrücken? Wir haben das Spiel hat gewonnen. Ein Fünftel, wollen wir was kaufen? Das heißt, brauch mal kurz deine Hilfe, Budi. Wollen wir was kaufen, bevor ich hier wieder weggehe und wir die nächste Mission angehen? Vielleicht wieder Energie. Oh shit, ich bin wieder rausgegangen. Immer. Also immer wir haben noch über 50 mittlere Energie. Oh, sowas hier. Uralter Herrscher. Bestienlock. Oh, nee, die sind gar nicht so. Na gut, die sind auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Was ist der uralte Herrscher? Zeig mal bitte. Das wäre toll. Schwert mit einer unbehaglichen Aura. Steht da irgendwo, ob es kleine oder. Okay, das ist eine kleine Waffe. Die ist gar nicht so viel stärker als unsere aktuelle. Nee. Was ist ein Upgrade? Oh, ich bin für Upgraden eigentlich. Aber wir können nicht. Warum nicht? Weil wir kein Tierfell haben. Den ganzen Kram. Verkaufen. Haben wir irgendwas, was wir wirklich nicht wollen? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja sehr viel Geld jetzt. Also. Okay. Ja. Was kostet das? 7000? Wie? Ah, hier Autogegenstand und sowas. Ja. Alte Maske.
Die können wir wahrscheinlich aufziehen. Ja, die kann man wirklich. Nee, nein, 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 nein. Kann verkauft werden. Ja, steht kann. Sogar da. Aber guck mal, wir haben eine von 99. Okay. Der Notizbuch okay. auch. Willst du auch mitschleppen? Rettung der Welt und du hast ein Notizbuch dabei? Einen dicken Klumpen in der Tasche? Ich sag, wir behalten es, weil wir es einfach jetzt aktuell noch nicht. Ich glaube nicht, dass die Preise in diesem Spiel einen eigenen Kurs folgen. Ja, du hast wohl schon recht. Rechts daneben gab es noch mal eine Shopfrau oder nicht? Oder auf der anderen Seite da? Hier. Ja, okay. Und da glaube ich rechts auch noch mal. Lass mal gucken. Oh Mann, immer drücken. Ich werde es nie lernen, die Japaner. So. Wir haben, guck mal, der hat Chips hier. Ne, wollen wir nicht mal. Ne, 99 müssen wir ja nicht kaufen, aber 50? Ja. Ist viel? Wollen wir mal 30 erstmal. Okay. 30. Also ich würde erstmal gucken, was er unten für krasse Chips hat, weil vielleicht brauchen wir die. Wir kaufen uns jetzt aktuell keine Waffe, aber vielleicht. Soundanalysestufe, Fähigkeiten leistet, Minikarte, RF, Symbol, Werte, Beschreibung. Soll ich mal Angelplatz. Chip nur im Spiel einfach. Ach so, wir spielen aber nicht einfach. Oh, Waffenangriff. Stärke 2, physischer Schaden, Projektilschaden. Projektilschaden an sich, also wir müssen ja, uns um beides kümmern. Geht wohl nicht einfach, nicht anders. Hier könnte man eventuell was kaufen, aber das ist so. Reicht das? Bringt das was? Das hier zum Beispiel? Erhöht 5% Lebenspunkte. Projektilschaden 2% ist einfach zu wenig, finde ich. Das nimmt wahrscheinlich ja noch nicht viel Platz ein. Ne? 11. Ah, 11, so viel? Boah. Okay, das ist aber krass. Ist auch nicht so teuer eigentlich, ne? Das hier, ne? Hat einen nur. Aber ist nur im einfach austauschbar. Ja, okay. Also, das können wir gar nicht machen. Ja. Na gut. Ist okay, brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja. Dann lieber eine neue Waffe. Mehr Speicher kaufen. Chipslots kaufen. Oh, ja, das geht. Das wäre der andere Händler hat mehr Platz. Hier. Ja, sehr gut. Top. Ja. Dankeschön. Nein, Simon. Alter, Simon, das ist echt 3 von 3, ey. Ey, Japaner, warum ist denn bei euch B rausgehen? Ich werde es nie verstehen. Aber in welchem Spiel ist das denn nicht rausgehen? Das ist nicht bei westlichen Spielen. Doch! Anders. Nein! Ich könnte schwören, es ist nee. Anders. Ich könnte schwören, es ist anders. Nein! Lass mich doch im Glauben, es ist ein bisschen anders. Ja! Wahrscheinlich hast du recht. So, was machen wir jetzt hier? Ausweichdistanz, das wolltest du schon mal ausrüsten vorhin. Mit 6. Wir wollten, nee, warte, auf jeden Fall erstmal die Chips-Slots. Wir haben ja noch ganz viele Chips. Also jetzt nicht neue Chips kaufen, sondern eher. Slots, ja, das ist richtig. Pot verbessern, hier vielleicht? Nee, oh, wir schauen mal. Oh, geil, für Pots kann man hier. Okay. Okay, das ist natürlich geil. Ach, guck mal, der hat auch Nahkampf oder was? Oh, geil, tödliche Speere. Und wie häufig kann man die benutzen? Was ist deren Auflade? Das ist wahrscheinlich wie dieser große Schuss, oder? Ist das nicht genau das, was wir gerade haben? Das ist der Schuss, den wir jetzt schon haben und nutzen. Ja. Und die anderen sind dann, man kann wahrscheinlich immer nur einen. Hier. Kapazität um 8 erhöht. Ja, das ist doch perfekt. Aber warum sind die so unterschiedlich? Was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Warum kosten die weniger und mehr? Weiß ich auch nicht. So exakt dasselbe. Oder man kann nur 2 von denen kaufen und dann. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, so okay. Dann sind die auch. Ja, perfekt. Und dann können wir jetzt schon mal kurz gucken, ob wir. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gekauft, aber. Ja, wir haben verbessern. Ja. Vielleicht können wir da noch was kaufen. Ja, nee, das konnten wir vorhin schon nicht, weil. Okay, zuerst verkaufen, gibt viele Sachen, die Geld geben. Okay, hier könnten wir wirklich. Ja, wir brauchen halt Baumsaat, Pilz, den ganzen Kram. Ja, okay, das bringt alles. Aber das sollten wir wirklich auch mal machen, oder? Weil das, ich glaube, dass das nicht unwichtig wäre. Ja, klar. Die auch zu verbessern. Schau mal hier, Angriff. Ja, Potterweiterung unnötig, hört man jetzt hier. Hm. Ja? Ja. Ja, aber es wäre schon cool. Ich würde die schon gerne. Ja, ich würde gerne. Wir waren ja gerade dabei, man kann denen auch neue Attacken geben halt. Das ist halt auch geil, ne? Also der Laser ist schon mal fett. Ich würde erst noch mal beim Laser bleiben, aber mir dann auch eine andere noch holen. So, können wir denn jetzt schon hier. Oh. Ja, das haben wir jetzt aber schon gemacht. Benutzen wollen wir auch nicht. Eigentlich will ich nur raus. So. Wie komme ich nochmal da? Weißt du nochmal, wo die Chips sind? Waren die unter Waffen? Nee, unter Fähigkeiten? Mhm. Ja. Ja, super. Hä?
Jetzt haben wir mehr, oder? Ach doch, ja, da nach unten, doch, genau. Ja, stimmt, nach unten sind mehr Digits frei, ja. Okay. Und jetzt können wir noch dazu. Hast du irgendwie noch was, was dir automatisch einfällt, wo du wolltest? Die ausgegrauten, die kann man halt alle noch reinsetzen halt. Ja, ja, aber hast du da einen Liebling, den du vorhin hättest reinsetzen wollen? Konter zum Beispiel? Guck mal. Doch, bewege dich für Konter perfekt auf Angriffe zu. Konter können wir ja Konter. Oder sowas wie Ausweichdistanz oder so. Unten war noch ein weiterer Elfer, glaube ich. Bewegungstempo 9, das finde ich immer geil. Autogegenstand. Das ist Hammer hier, Autogegenstand. Benutze Heilgegenstand, ja, unter 30%. Haben wir ja 1,6. Dann, ne? Ach, ist er genauso? Ja, okay, dann ja. Oder? Ja, dann ja. Okay. Schon komisch irgendwie, dass das die identischen sind. Na gut. Bewegungsgeschwindigkeit, ich würde noch sowas wie Ausweichdistanz reinquetschen hier, so einen von denen, 4 oder 6. Oder den Konter. Ich glaube, dann bin ich für Konter. Oh, vielleicht haben wir sogar noch einen 4er. Ne, wir kriegen sogar noch einen 6er hin. Nee, 6er geht nicht. 6er geht nicht. Ja gut, dann nehmen wir einen 4er. Ja. Ah, und dann können wir sogar noch das hier, können wir auch noch reinklatschen. Einer. Ja, sehr gut. Ich gehe nochmal hoch, ob wir noch irgendwo einen anderen Einer haben. Hier Ziele, aber den haben wir schon aktiviert. Ja, doch, das macht's. Ja, das war's. Okay, ist doch schön, ne? Ja! Ja! Okay, jetzt, das ist gut. Auto-Heal, oh geil. Genau, wir haben jetzt einen Chip gekauft. Immer wenn wir unter 30% Health sind, dann zieht er automatisch eine Erholung, was sehr, sehr angenehm ist. Ja. Was wollten wir außerdem? Die gleichen Chips kann man wohl kombinieren, um bessere zu bekommen, schreibt PJs gerade. Ja, ach so, okay, müssen genau. Wir noch rein in dieses Crafting-System der Chips. Was denn? Hast du ein... Oh, da kommt wahrscheinlich die Action. This is 9S. Go ahead. I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Initiating playback. With several Yorhal units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. I heard something about that back at the Resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Okay, as soon as possible. Aber vorher gehen wir noch kurz angeln. Geht das hier? Ja, ja, tatsächlich. Ja, gut, einmal kurz angeln. Ja. Das hast du den Pop da hinten hingeworfen. Ja, ich glaube, ich muss eher so machen, ne? Eher dahin. Dann einholen. Hat nicht geklappt. Das geht hier gleich. Ich frage mich, ob das wirklich was bringt. Also, ob du Health oder was ich was. Warte mal, bis er so nach unten. Ja, genau. Ich wette, dass das. Einholen! Ja! Oh, Alter, riesen, was geht? Roboterfisch. Fischlexikon aktualisiert. Keulkarpfenmaschine erhalten. Interessant. War's schon. Das ist ein Schatten gewesen, der darüber fliegt. Ach, ein Vogel. Ein Vogel, ne? Ah! Tja. Noch einen. Sehr gut gemacht, Simon. Sehr gut. Incredible. Es gibt einen Chip dafür, das habe ich gesehen. Fische können verkauft werden für Geld, okay? Natürlich. Natürlich. Aua, ey! Einfach nur schön spazieren gehen, ne? Und dann zwei Schwerter im Nacken. Bis schön. Man explodiert. Die Farben sind so schön. Die Farben sind so schön, irgendwie so schön grün und irgendwie alles sehr, trotzdem apokalyptischen Setting, alles irgendwie friedlich. Zack, das volle Programm. Alles draufgerotzt. Rennen. Hier vorne sind noch ein paar Gegner. Die nehme ich nochmal mit. Alle mitnehmen. Was? Auf sind drüber gezimmert. Genau, wir können 9S können wir auch noch mehr benutzen, meinst du? Ja, wir können auf jeden Fall einstellen, ob der im Moment ist der auf Standard, also ausgeglichen. Ja. Wir können ihn auf jeden Fall auch noch auf mehr Fernkampf setzen, auf mehr Nahkampf, aggressiver, defensiver, also das geht alles. Also wie jetzt, so ab und zu schnappt er sich mal jemanden, das finde ich schon ganz okay und er lässt mir aber den Königsanteil sozusagen. Rostiger Klumpen, defekter Schlüssel. Looks like our surface route's been cut off. Maybe we can get through from underground.
So 2B, those machines out in the desert look just like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. Ja, da kann man was ich gedacht habe, so von wegen Singularität als Thema oder so ein Scheiß, sowas wie die Erinnerung, Emotionen, das Menschliche irgendwie wurden verteilt und die überkämpfen, die überleben, die versuchen sozusagen sich gegenseitig auszumerzen. Und es ist halt menschlich, dass man Krieg führt oder so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? Du meinst, dass diese, ja, das eine der menschlichsten Eigenschaften ist, gegeneinander Krieg zu führen. Sowas in die Richtung, oh, es ist dunkel, ne? Es ist viel zu dunkel. Ich sehe gar nichts. Da geht eine Treppe hoch, ne? Geht hier. Nee, da nee, hier rechts. Ja, die, ist genau, die Leiter, meinst du? Mach ich ja nicht, Treppe. Nee, nur ich glaube, ich bin hier eben auch noch anders laufen können. Ja, wenn du Trigger hältst, dann springst du so lustig hoch. Und wenn du die Kamera verstellst, dann kann man wahrscheinlich in den Hintern gucken. Nee, geht leider gerade nicht. Dann ist okay. Ich versuche das regelmäßig. Hui, schön. Was geht denn jetzt ab? Plötzlich Stab. Plötzlich Waffe. Okay. Du hast Waffe, Tugendwürde. Direkt nehmen. Ausgerüstet. Direkt. So, hier kann man auch gut üben. Waffen. Mhm. Ja. Mhm. Alle Waffen und jetzt mal gucken, was man davon. Okay, wo kann ich den ausrüsten? Welchen sollen wir denn austauschen? Ja, gegen den kleinen natürlich. Ja, also gegen einen leichten Schlag. Alle Tugendvertrag. Ja. Okay, das war's schon. Guck mal nach links, ob Waffenset 1, ob das jetzt eingestellt ist. Ja, scheint so. Da ist so eine kleine. Siehst du das? So eine kleine Maske? So, ja, so ein Gesicht ist da drauf, ne? Ja. Okay. Ja, nicht schlecht. Ja, ist nicht ausgerüstet. Dann musst du Waffensets. Irgendwie habe ich noch nicht ganz gerafft. Muss man beide Waffensets ändern? Kann man das irgendwie einstellen? Irgendwie über digital rechts oder sowas? Ob welches Waffenset man benutzt? Nee, du musst unter Waffenset 1 oder 2. Ja, aber bin ich nicht jetzt hier in den Waffensets wieder? Hier? So, und da könnte ich auch nochmal tun. Habe ich denn jetzt? Ich glaube, ich habe jetzt alle ausgerüstet. Ich habe das jetzt einfach in beide gepackt. Digipad beide nach oben. Ah, okay. Mit dem Digipad kannst du switchen. Okay, zwischen den beiden Sets. Ja, okay, genau. Shit. Dann hätte ich vielleicht, Moment, soll ich dann doch lieber eins davon. Ja, kannst du eine noch davon ausschwert. Ja, ja. Eins davon hat einen, genau, Tugendvertrag ist das. Vertrag war es. Und den nehmen wir mal das erste. Ja, sehr geil. Ja. Sehr egal. Okay, so. Und dann kann man hier genau so austauschen. Boah, wow, sieht nice aus. Ja, es wird echt lächerlich, wie viele. Ich frag mich gerade. Okay, Moment, so. Oh. Da. Ein geiles Ding, irgendwie die beiden Waffen, ey, zusammen. Ach, geil. Okay. Warte mal. Ich glaube, du musst wieder runter und dann. Ja, das war runter. Das war nur für die Waffe jetzt hier, glaube ich. Hm. Ja, man sieht es echt nicht, ja. Muss man echt auf die Minimap so achten. Ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht es ein bisschen besser. Ich glaube, über den Screen ist es besser für zu Hause. Hier geht's hoch oder kommen wir daher? Da kommen wir aus einer von diesen Ecken kommen wir her. Wir sollen aber natürlich dem roten Quadrat folgen, der Raute. Folgt der Raute. Das könnt ihr doch als Deutsche. Till Hager schreibt, wir sollen darauf achten, was und wie viele Kombos eine Waffe in dem jeweiligen Slot macht. Das heißt, vielleicht gibt es Waffen, die in einem großen Slot mehr Kombo-Möglichkeiten machen. Okay, dann muss man. Gibt es denn keinen. Ja, ein Icon, irgendwas, was anzeigt, für welchen Slot sie vielleicht besser geeignet ist oder so. Wahrscheinlich nicht. Da gibt es ja sicher auch eine Logik dahinter. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wo wir langlaufen sollen. L3. Diese ganzen. Ah, linker Stick L3, machst du Lampen, stimmt. Linker Stick rein. Ah, okay. Ja, eigentlich logisch, dass man auch eine Lampe hat. Hat der Pod vielleicht sogar irgendwie Mucke oder sowas? Kann er nicht Radio machen? Nee, nur Laser. Leider nur Laser. Pod, spiel Musik. Todeslaser. Nein, Musik. Todeslaser. Charging. Ja, scheiße, ey. Wenn du eine Idee hast, Pudi, sag's da mir. Hoch. Die Eier hier rum. Da hoch. Gucken wir mal. Die Leiter, von der ihr nicht genommen habt, war die richtige. Ist das die richtige. Da sind wir richtig, okay. Ah.
Was ist da? Große, schwere Waffen Slot 2, kleine, schnelle Slot 1. Genauso haben wir es ja ausgerüstet. Logisch. Wobei, ich glaube, diese... Ich habe zwei große Waffen, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, die Tugend, dieser Speer war auch eine kleine. Mal gucken. Ich glaube, das war auch eine kleine. Nee, Moment, wir müssen es so machen. Genau. Ja, achso, nee. Das Wo steht denn das? Waffen, nimm mal Waffen Z2. Ja, nee, ist ein Speer, also da siehst du da oben. Das Zeichen ändert sich. Das Zeichen ändert sich, aber ja. Weil der Combo, ne, die Combo sagt auch nicht viel darüber aus. Steht da vielleicht was? Gibt's hier noch ein Info-Ding eigentlich? Nee. Okay, na gut. Ach, die Waffen konnte man separat auch noch aufleveln, ne? Das ist echt ganz schön tief, so ja, Roleplay-mäßig. Also das ist schon geil. Auch den Pot irgendwie neu umstellen, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Und ich finde auch diese Idee, dass du die Chips selbst arrangieren kannst, eigentlich echt ja, charmant. So, es passt ganz gut irgendwie in das Setting. Das ganze rein. Setting, ja, ich finde auch diese die Upgrade-Möglichkeiten und alles passen schön in dieses absurde Setting auch. Moment, jetzt glaube ich wieder falsch. Wenn ich da lang gehe. Nee, da sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen, ja, das dachte ich mir gerade. Wie, ich finde der, ich bin, ey, ach, wie der Loot halt auch echt ablenkt. Oh. Wie bin ich denn da gerade? Oh! Hab ich das gerade nicht gesehen? Bin ich da nee, 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 dran vorbeigerannt? Nee, nee, du hast die ganze Zeit nach links geguckt. Guck dir das an! Das ist wie Disneyland! Hammer! Was geht denn hier ab? Ey, Luftballons! Feuerwerk! Crazy! Japan wieder, ne? Wie geil, ein immerwährendes Disneyland. Was trist und roboter-esk vor sich hin vegetiert. Okay, das ist schon echt ganz schön. Da guck mal, der Clown-Roboter. Nicht. Ach, ich bitte dich. Da sind wir doch schon längst drüber hinaus. Ich wollte mir die nur angucken. Was ja, so kannst du dir gleich, wenn sie zerschrottet sind, können wir darüber reden. Na gut, okay. Oh, wow, wow. Wow. Nicht sehr nur geil. Ballons kommen da raus. Sondern auch Laser. Feuere Laser nun. Ups, was will die Kamera von mir? Da. Ah, shit. Wow. Die Bälle abschießen. So, ja. Die Kämpfe hier sind schön, die machen richtig Bock. Ja, wenn es ein bisschen chaotisch wird und man eben auch manchmal machen die Hände mehr als das Gehirn. Aber es ist geil. Macht am meisten Spaß eigentlich. Es macht Spaß. Pam! Ey, der hat schon Wumms, ne? Der ist ich schon mag geil. Den Todeslaser. Ich mag den auch gerne. Nicht nur noch mit Todeslaser ab jetzt. Nichts mehr ohne. Todeslaser sind die neuen Ledersitze. Guck mal, überleg mal, ne? Das ist, ich meine, das spielt auch echt in der Zukunft, ne? Aber. Das hat Star Wars auch gemacht und das Imperium muss halt einfach so einen mondgroßen Todesstern bauen und wir haben halt einfach einen kleinen iPod, der schwebt. Weißt du? Guck, der macht überhaupt nichts hier. Oh, der hat viel ausgehalten. Lasst euch von der Liebe erfüllen. Er hat gerade einfach mal einen riesen Laser ins Gesicht gekriegt, ey. Oh! Du hast alle getötet! Ey, ich kann's doch auch nicht ändern. Tu, hört mal auf, mich mit diesem ganzen Druck zu belasten. Moment, vielleicht kann er mir noch schnell vorher was geben. Komm, du hast noch was. Ja, okay, dann halt nicht. Dann nehme ich mir halt so. Ja, siehst du, Rache erhalten. Er hatte nämlich Rache und 120 Gs. Aber warte mal, Rache ist wahrscheinlich wieder ein Chip so, von wegen, dass du, wenn du getroffen wirst, mehr Damage machst oder so ein Shit wahrscheinlich. Ja. Rache plus 1. Aber wir sind leider voll schon jetzt. Warte, da liegt ein Android. Da vor dem Brunnen. Da leuchtet. Siehst du? Kannst du die aufsammeln? Oh. Du hast recht. Ich würde Bergen machen. Also ich repariere. Ja, ich finde beides gut. Chips haben wir aber auch schon. Bewegungstempo plus 4, automatische Heilung plus 3, Übertakten plus 1. Automatische Heilung würde ich gerne haben beim nächsten Mal. Können wir das jetzt schon austauschen vielleicht? Oder haben wir es schon bekommen sogar? Na, wir haben ja auch manchmal Sachen mehrfach, ja.
Da und dann da. Und dann mal gucken, was hier so am Start ist. Da. Der, den wir gerade hatten. Gefunden haben. Welcher war das? Rache? Hier zum Beispiel. Oh, 10 und A. Hier, 5% Schaden zu reflektieren, ja. Kann man machen, aber ist jetzt nicht essentiell. Wo sind unsere... Ich glaube, die anderen, die sind direkt auf unsere Stats gegangen, nehme ich an. Geh mal auf Info. Kurz nochmal gucken, Bewegungstempo, war es das? Nee. Ja, die sind dann scheinbar wirklich direkt, da? Nee. Nee, auch nicht. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Also. Ich habe mir gerade parallel gelesen, Das ist eine kurzzeitige Buffs, wurde gerade genannt. Ah, okay. Ich habe gerade noch gelesen, dass wir alle Nebenquests gerade getötet haben. Nein, ernsthaft? Keine Ahnung, es stimmt aber. Aber nicht alle, oder? Ich meine, guck mal, wie groß dieses Land ist. Ja, dann töte ich halt nichts. Das ist völlig, geht völlig gegen meine Natur. Aber die sehen schon so aus. Guck mal hier, auch der Kollege da links. Da mit der Ballonpistole. Ja. Der hereinspaziert. Ballonbruder, okay. Ja, dann töte ich sie halt nicht. Das tut mir ja leid. Das kann doch keiner wissen. Ich bin so konditioniert, alles zu töten, was in meiner Umgebung ist. Siehst du, das haben Videospiele aus uns gemacht. Aber warum lassen wir die denn überhaupt leben? Also wenn wir sie töten, warum lassen wir die dann jetzt leben? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich bin gerne eine willenlose Waffe. Aber das ist schon cool, das ist ein cooler Anfang. Ah. Nein, ich will da durch. Das ist doch genau das, was man will. Maybe we have to kill all the robots. Rechts, da links. Ja, auf links. Der Karte, das Ding. Nee, ich glaube. Ja, nee? Die Gänge doch, hier auf der Karte, dachte ich. Ja, doch. Sie geht es von hier unten? Ja, doch, lang, ja. Oder. Einen weiter noch, ne? Nee, weiter nach rechts noch. Und da konnte man durchgehen. Da. Ah. Da links und dann wieder links. Ah, jetzt ist einfach. Ist das ein Herzschlag? Nee, ich glaube, nee, Feuerwerk. Feuerwerk, ja. Ach, geil. Arsch, sieht schon echt toll aus irgendwie. Fantasievoll. We're getting resistance signals from that building over there. Oh, Budi, willst du spielen? Ja. Geil. Ja, man muss sich ja auch mal ein bisschen abwechseln. Immer. We need a way through. Let's look around for a route we can take. Ah, ich kann es noch nicht nehmen hier. Oh, jetzt. Ja, jemand schreibt es ganz gut. Bewegung macht einfach voll Bock in dem neuen Nier. Und genau das ist tatsächlich. Aber das Steuern an sich macht schon Bock, weil man so schnell und agil ist und sofort auf jeden leichten, auf jede leichte Berührung des Analogsticks folgt direkt eine schnelle Reaktion, die immer cool aussieht. Die müssten doch, als wenn die das seit tausend Jahren machen, tausenden Jahren gar kein Konfetti mehr haben. So es sei denn, es sind kleine Konfetti produzierende Roboter. Oh, ja, die quasi am Abend einsaugen und morgens dann wieder neues Konfetti haben. Bin ich gerade doof oder muss ich wirklich auf das Ding drauf? Es ist so kalt hier im Studio. Ja, ne? Ich glaube, du musst diesen Weg gehen, ja. Ach komm. Ja. Okay, nett. Auch hier wieder so der unmittelbare Wechsel zu von ja. Over Shoulder Third Person zu 2D mehrfach ja, schon gesehen, ne? Also das kriegen ist super, sie gut hin. Ja. Oh, ich glaube, mit dem konntest du auch sprechen. Das sieht so aus, ne? Oh ja. Dort ist es gefährlich, ist kaputt, Gefahr für Unbefugte.
Na, Moment, hast du da alles? Ja. Ah, okay. Hey, das ist Rocket Beans als Tank. Ja, wirklich. Wenn Rocket Beans in den Krieg zieht, dann ist das hier. Aber die, guckt euch das nochmal an, das ist ein Spaßmobil. Das ist der Vergnügungspanzer, Leute. Allein das Wort schon, Vergnügungspanzer. Ist super. Okay, Budi will's wissen. Alter, Ruffy, du bist so der Allergeilste. Danke, super, danke. Es ist echt sehr kalt hier und du machst es gerade schön warm, knusprig warm. Der Partypanzer. Ah! Er ist bereit, Langeweile niederzuwalzen. Ey, Woody, du machst das so gut, ey. Du bist hier Muhammad Ali, du lässt dich nicht. Der trifft dich nicht einmal bisher. Machst nochmal einen dicken Todeslaser jetzt. Genau, siehst du? Aber irgendwie ist der jetzt auch. Ah, galant ausgewichen. Was? Selbstzerstörung? Was hast du gerade gemacht? Du hast gerade L und R gedrückt, ne? Wow, das hat mich jetzt aber auch echt erschreckt. Ey, aber du bist, du bist super. Guck mal, du hast kein bisschen Energie verloren bisher. Ja, aber das ist ja. Ich hätte mich fast selbst zerstört, Mann. Wie tragisch wird das denn? Und. Boah! Rocket Beans? Some kind of Achso. Ihr seid so geil! From the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? Das war sehr gut, Timo. Ey. Das ist ja, sehr ja, gut. Halt gut Timo. Super. Maschinenkern erhalten. Oh, ist das lustig. Vor allen Dingen, es hat so gut gepasst. Ich habe wirklich kurz gedacht, das kommt aus dem Spiel raus. Okay, da komme ich schon mal nicht lang. Da ist eine Box, aber die sind verschlossen, ne? Ja. Ich frage mich, wann man Zugriff dazu hat. Ja, sobald du, glaube ich, einmal durch bist. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich. So, wäre es auf jeden Fall nett. Ich finde Backtracking in Spielen nicht so doll, aber in so einem New Game Plus dann eben nochmal immer neue Sachen haben, auf die man sich freuen kann, das wiederum gefällt mir. Aber so am Ende nochmal zurücklaufen und alten Scheiß aufsammeln. Ah. Analysis. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Was denn? Du willst mitfahren? Wir müssen da mitfahren! Kann ich mir schwer vorstellen. Achso, ich hab gedacht, ich hab gedacht, wir können. Ja, aber selbst wenn wir könnten, das Ding ist doch alles im Arsch hier. People who know me well usually call me Nines, so. Oh. So what do you think? Of? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm good. Oh, alright. Das ist ein schönes Gespräch. Okay, ich komme hier tatsächlich nicht weiter. Ich habe gedacht. Ne, vielleicht musst du ja doch das Ding irgendwie aktivieren. Nein, aber siehst du irgendwo einen. Ne, eben. Hebel drauf. Ach, ich muss einfach draufspringen. Okay. Oh, ich bin so doof. Ja, na gut. Oh! Das ist ja geil. Das ist schon ganz geil, Alter. Wie sie auch einfach so stehen bleiben, ne? Gerade stehen bleiben, aber super coole Helden. Jawoll, oh, das ist geil. Das ist super. Ich schieße, ich muss schießen, okay. Geil, geil, geil. Oh, das ist ja fantastisch. Das ist ja so ein richtiger, so ein Magic Moment eigentlich schon. Oh, das ist nice. Da wird man noch lange dran denken können, ey. Oh.
Oh, ist das geil. Oh, ist das schön. Ich kann mich nur leider gar nicht auf den Hintergrund irgendwie konzentrieren, weil es alles so geil ist. Das mach ich und glaub mir, ist toll. Ich denke die ganze Zeit, das Herz im Hintergrund in dem Hotelanlagengebäude. So dämlich eigentlich, dass Disney das nicht so geklaut hat, also vorher sich so ausgedacht hat. Weil das passt eigentlich perfekt. Es müsste eigentlich in Disneyland wirklich genauso sein. Dann wäre es genial. Aber hier ist es auch sehr schön. Oh, wir sind, glaube ich, angekommen. Oh, schade. Das war ziemlich geil, ey. Das war Europas größte Holzachterbahn. Ja. Größte Alu-Achterbahn. The King of Tanks. Ja, der liegt da rum. Ein grausamer Sonderkonzert für Tiger Land 1. Wollen wir den jetzt dann doch mal reparieren, wenn das Bergen tatsächlich nur... Ja. Das ist der King. Solange wir noch welche mit uns mitnehmen können. Die anderen kannst du ja bergen, wenn du willst. Aber vielleicht können wir auch noch ein, zwei mitnehmen. Den Drui. Drui. Den Drui will ich eigentlich schade. Drui hätte ich gerne, ja, Mist, als Buddy. Oh, schau mal. Geld. Wer recht, wie sich freut hier. Hüpft doch. Ja, er hüpft halt echt, ne? Best Friends! Und wir zeigen nur die kalte Schulter und wir looten gerade eine andere. Der Typ ist gleich tot. Das ist wie so ein Veteranen im Krieg, die sich schon gar nicht mehr mit den Neulingen befassen wollen. Ja, ist gut, du bist eh gleich weg. Ausweichdienst. Warte mal ab, wenn du ein Safe Game überstehst, dann können wir überhaupt mal anfangen, die Namen auszutauschen. Oh. Okay. Da haben wir ihn aber genau zur richtigen Zeit uns gerade geholt jetzt. Ja, er heißt Endgegner. King of Tanks. Time. Gleich kommt einer der besten Bossfights. Na, dann bin ich jetzt aber mal gehypt. What? Oh, hat nicht geklappt. Ich bleibe erstmal auf Nahkampf, erstmal checken, was geht. Oh, ja, genau! Ich konnte nicht ausweichen, das war ein Homing-Missile, also so ein Scheiß. Ja, kann sein. Vielleicht versuch mal nach vorne auszuweichen. Beim nächsten Mal, Homing Missile. Oh. Vielleicht kannst du sie so irgendwie überlisten oder abballern. Das bringt nicht so viel, ne? Du musst irgendwie, aber bist auch nicht wo sonst. Oh. Oh, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Das ist echt geil inszeniert. Super geil. Also sehr variantenreich, ne? Ja, ja, auch so ein bisschen originell. So diese Kugeln, die passen im ersten Moment eigentlich nicht rein, aber jetzt wiederum gehört es voll das Shit. War aber okay. Ey, wow, oh. Wow. Was geht? Was geht? Ja, cool. Wo ist sie? Hast du Angst? Nee, geht nicht mehr. Dann ist sie wohl weg. Das ist komisch. Ist der Chip weg? Ah ne, dann ist es wohl, das soll so sein, ja. Ich glaube, das soll so sein. Ah. Nee! Boah. Ah. Ah, ich bin kurz rausgegangen. Ah, ja, ja. Au, dunkle Verletzung. Ich war kurz raus, ja. Wow. Was genau ist denn hier passiert? Warum kannst du da nicht mehr... Jetzt bin ich, oh. Ah. Was genau ist da? War das manuell oder? Das hat sich umgestellt einfach. Okay. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas. Alter, hat mich das gerade kirre gemacht. Aber es hätte auch vom Spiel sein können, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Ah, nee, was? Das was? Gehört dazu. Was ist los? Starte Hack. Was? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Wie starte Hack? Kannst du schießen? Oh ja, ich kann schießen. Ja, online. Schieß kaputt. Ja, und jetzt hinein. Was passiert? Niemand weiß es. Crazy Time. Oh, ist das hart. Was für ein Abfuck. Hacken. It's trying to hack us.
If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. Boah, ist das los. Das ist hier ziemlich cool, ne? Ja, schon. Ey, wir haben denen schon so viele Leichen dahin geschickt. Es ist wirklich. Das geht seit 1000 Jahren so. Ich glaube nicht, dass es damit endet. Irgendwie finde ich es seltsam, weil es ist die Kamera wieder. Oh nein! Wow! Oh! Ballern! Abballern! Jawohl! Easy! Gut gemacht! Man muss die ganze Zeit sich konzentrieren. Ah, sie hackt mich und deswegen ist die Kamerasteuerung anders. Jetzt raff ich's. Oh, ist das knallhart. Unglaublich geil gerade. Oh! Ach, die tut dir gar nichts. Weiß ich nicht, ich bin auf jeden Fall weg. Also. Kleine Erholung erhalten. Wenn ich wüsste, wo es herkommt. Ach, da. Wow, 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 wow. Ich will da nicht rein. Was auch immer es ist. Ah, nein! Jetzt. Ah, wenn man da reingeht, dann wird man gehackt. Jetzt raff ich's. Aber wenn du jetzt doch eigentlich gerade gesiegt. Nein! Du hast doch gerade beim Hacken gesiegt. Warum verändert sich dann die Kameraperspektive? Oh. Da sind noch zwei Gegner, die muss ich weglatzen erst. Da siehst du die schwarzen Punkte und es ist super nah dran. Ich muss auf der Minimap. Oh, 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 oh. Und ich muss vollkommen aufpassen, nicht auf den Selbstzerstörungsbutton zu kommen. Das passiert mir total häufig. Das ist immer so eine kleine Schrecksekunde, wenn man die zukommt. Ah, hör auf jetzt! Oh. So, ein. Gut. Hack it back. Nein, 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 nein! Energie! Nein, Energie! Nein. Du brauchst Energie! Ah, oh, super. Super gemacht. Okay, reparieren. Dann haben wir noch einen, der ein bisschen mitkämpft. Siehst du, unser alter Buddy haben wir schon komplett vergessen. Ja, aber ich bin in ihr drin. Ja, ich komme hier nicht mehr. Da bist du raus. Oh, shit. Ui. Der Tutorial-Bot ist jetzt, kämpft mit dir. Wunderschön. Alter, diese. Fuck off, Alter. Wie er kämpft. Er macht null Schaden, aber er kämpft. Munter haut er weiter auf die Tante ein. Ist das nicht ein S? Ah, nee, stimmt, das ist er. Ich dachte, wo ist denn dann der andere? Ist der schon tot? Tot wahrscheinlich. Der ist einfach instant gestorben. Er hat sich direkt geopfert. Das Opfer. Oh, da sind doch neue. Ja, die kommen immer wieder runter. Und wenn die mich hacken, dann habe ich halt einen riesen Stress. So. Deswegen muss ich irgendwie. Da. Guck doch mal, du hast hier doch fast schon. Fast. Auf zwei Drittel runter. Du sollst, glaube ich, mal ein bisschen mehr Nahkampf machen. Ich glaube, das ist der Schlüssel oder was? Jawohl. Das bringt schon mehr. Da wird er rot, der Balken. Da füllt er sich mit Schaden. Das freut natürlich alle. Siehst du, jetzt kannst du schon gar nicht mehr. Oh, ist das toll. Jetzt noch ein Laser? Ja, zu spät. Ja, ich muss hier diese anderen Dinger hier wegkriegen. I! Spinne, scheiße. Oh. Ah.
hast du ihr das schöne Kleid weggeschossen. Das wird dir nicht gefallen. Es war frisch gekauft. Energie, genau, sehr schön gemacht. Hast du gerade Slow-Mo gemacht oder Pause, nee, um Erholung zu bekommen? Ja, naja, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren gerade. Ich bin ja, mach einfach, du mach instinktiv alles weiter so. Du machst es schon richtig. Jetzt hast du gerade die Waffen gewechselt. Alter, oh, was für ein krasses Scheiße passiert hier? Gut, gut. Nein, 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 nicht wieder hacken. Das war sehr anstrengend, gehackt zu werden. Nein, oh nein. Alter, hörst du mal auf, ey. Jau, jau, jau! Ah, zum Glück haben wir diesen Chip. Ja, schön gemacht. Der Woody kommt voll rein. Alles, was die Tante macht, wird von Woody einfach nach kurzen Schmerzen ad acta gelegt und gesagt, so, den Angriff haben wir jetzt in der Tasche. Hier ist der Gegenangriff. So ein bisschen Laser, Propaser. Und immer schön die Schrauben einsammeln. Es dauert zwar sehr lange, so wie du es machst, aber du schaffst es. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Buddy. Ja, weiter. Ja, 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 Nahkampf, also zumindest wenn er schon zu dir kommt, kannst du ruhig mal den Stab auspacken. Ja, mache ich auch. Hier, Stab. Ja, neue Stufe 11. Jetzt und noch. Jawohl, der Finisher. Der kommt da. Oh! Oh nein! Oh nein, Woody, sie wollte schön sein für ihren Herren. Ach. Boah. Leck mich am Arsch, ey. Schäbig, ne? Ich fühle mich gerade mega mächtig. You mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Aber du kennst das ja, ne? Die Oper ist erst aus, wenn die fette Lady explodiert. Okay, da machen wir doch kurz ein Päuschen auf diesen spektakulären Niedergang. Das können wir gar nicht toppen. Buddy hat immer noch Mund offen. Ja, und Scheiß hier. Alter, boah, das war ja mega geil. Du kannst eine ganze Achterbahn reinfahren lassen in deinen Mund. Ja, haben wir ja gemacht. Ja. Wart ihr alle mit dabei? Ich hoffe, die Achterbahn mundet euch genauso. Kurz nochmal Pause. Boah, das war geil. Durchatmen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es geht weiter. Gleich. Last Call mit Nier Automata. Wir haben kurz durchgeschnauft. Die Achterbahn ist einmal querbeet durch das Gehirn. Hm. Rechtes Nasenloch raus, linkes wieder rein. Diverse Synapsen kaputt geballert. Wir wurden das gehackt. Haben aber auch. Beinahe. Wurden wir jemals gehackt? Wurden wir schon mal gehackt? Im Kampf eben nein. Du hast es jedes Mal. Also, nein, der Hackversuche, du hast sie erfolgreich abgewehrt. Stimmt. Das ist ja eigentlich das Spektakuläre daran, dass der Buddy gerade im First Try diesen Boss gezeigt hat. Oh, es geht direkt weiter. Ja, I guess. Jetzt geh doch raus! Sag doch einfach, nenn mich jetzt ab jetzt nein. Nein. Oder Neini. 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 Oh, da kam er her. Oh, ey, Alter. Zack. Das war ein richtig geiler Kampf. Ey. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es sah auch toll aus und es hat auch, man hat gemerkt, dass du die Mühe gibst. Weil auch so viel, ja, es ist so viel passiert um dich rum. Eine Wasserflagge. Aha. It's awfully verbose for a machine. We repay you. Come to our village. It could be a trap.
Still, we should at least head over there and gather data, right? Jetzt erklärt sich vielleicht ein bisschen mehr. Maschinenaufklärung, ja. Scheiße, das sind wirklich die, die ich vorhin alle gekillt habe. Ja, natürlich! Jetzt bereust du es, oder was? Mal gucken, was wir jetzt alles verpassen. Vielleicht ist es auch einfach eine Falle. Er zeigt uns den Tod. Ja, ne, er zeigt uns den Dorfplatz und es ist genau der, wo ich vorhin gewütet habe. Warte mal ab, ey. Das ist so ein Scheiß. Hier, oh, wo sind denn alle? Naja, die werden sich jetzt später wiederkommen. Naja. Der Legende nach wird irgendwann ein Android kommen und unser Dorf retten. Und von unserem Dorfältesten dann das Geheimnis unserer Zivilisation. Oh, er ist tot. Er wurde mit einem Laserschuss vaporisiert. Mit sehr vielen Laserschüssen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Sieht das nice aus da hinten. Toll. Man, auch hier wieder die Mucke 1A auf den Punkt. Schon fast zu penetrant, aber schön gemacht. Bist du, ey. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space, after all. Huh. Das ist ein bisschen wie die Ewoks, ne? In den Bäumen. Klein, braun, rostig. So why don't the machines, or the aliens who created them, attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Entschuldigung. Wie kann ich so? Mann, sollst du nur darunter hüpfen. Okay, oder ja. Irgendwie ist das voll cool. Auch also mit der kleinen, mit der dreckigen weißen Flagge und so, das ist irgendwie. Guck mal, da hinten, wie oh, süß, die warten alle und schwenken die Fahne. Nicht töten, nicht töten! Bitte nicht töten! Sogar der Große will nicht getötet werden. Oh Mann. Tum, 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 tum. Maschinenmenschen, Maschinen, Dorf, Schraub, Rost, Rost. Ey, wir könnten einen Disney-Film vertonen. Wir sind so gut, Buddy. Ja, wir haben es verstanden. Ihr könnt die Flaggen jetzt runternehmen. Trust anything the machines say. I understand that you see us as the enemy, but... Well, anyway, my name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. Okay, den müssen wir also zu den Widerständen dann zurückbringen. Ich glaube mehr gerade. Hm. Ja, okay. Das ist ziemlich toll. Kindermucke. Oh, guck mal hier, mit der Schleife. Das zitternde Mädchen mit der Schleife. Natürlich. She sure cares about her little sister, huh? Still, it's pretty funny to hear machines talk about siblings. Do you think she just means they were built at the same factory or something? Maybe. Sind wir da links, sind wir doch schon oben gewesen, oder? In der kleinen Hütte? Nee. Waren wir da nicht eben? Nee, waren wir nicht, nee. Ja, dann geh ich da nicht. Sehr gut. Tierköder. Hm. Toll. Noch mehr Sachen, die wir nicht benutzen. Boah, elegant die Leiter runter, ey. Das kann sie, ey. Auf Leitern.
Jawohl. Rechts noch ein Item. Ah, speichern, sehr gut. Hammer! Operator 16, nur ein Scherz. Erinnerst du dich an die Nachricht über die Jupiter-Wahrsagerei, die ich dir geschickt habe? Die Mails von FND habe es für mich gemacht und ich habe die schlechten Nachrichten zu Gesundheit, Arbeit und Liebe bekommen. Und dann ist mir klar geworden, das Zeug ist ein Haufen okkulter Mist. Ich meine, wie soll man sein Schicksal erfahren, indem man einen anderen Planeten beobachtet? Lächerlich! Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist ohnehin das wahre Verlangen jeder Jorha-Frau. Habe ich recht? Und dann ein komischer Smiley mit vier Augen. Wer, kann ich den blocken? Ich würde den gerne blocken, den Typen. Ja. Der nervt mich. Fahren, Specken macht Spaß. Okay. Welche, wenn du eine Figur zu Hause haben könntest zum Aufstellen, welche hättest du gerne? Oh, schwierig. Ja, ne? Sage ich dir, sobald ich es weiß. Ich glaube, diesen großen, ich glaub, diesen großen Typen, ja. Der hat nämlich so einen geilen Kopf auch. Der große ist super. Der ist und dann so einen kleinen Hovernden auf so einem Magnetboard ist auch bestimmt geil. Wenn er mit Magnetboard kommt, ja. Ah, da kann man natürlich jetzt noch nicht hin. Stimmt. Oh, da ist gar nichts. Das ist super krass. Oh, nee. Temposalbe. Du läufst, glaube ich, weg zum Ziel, ne? Ja, um ehrlich zu sein, ich laufe hier einfach, ich habe mich so ein bisschen einfach von der, vom Level leiten lassen. Ja, was ist denn mein Ziel? Kurz mal nachgucken. Ja. Das? Das ist die kleine, ja, das ist das kleine Mädchen. Das ist die Quest, Quest, ja. Die neben Quest. Wo ist denn meine Hauptquest? Da, du musst wieder ins Widerstandslager zurück. Ging nicht irgendwie Fast Travel? Das ging doch irgendwann, oder? Ja, aber das geht nur mit diesen Kapseln, oder? War es nicht so? Sehr okay. Boah, das ist ein weiter Weg, oder? Meinst du nicht? Geht mal zum Zylindertypen, schreibt Dante. Sind es nicht alles Zylindertypen? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was. Aber jetzt bin ich gehuckt. Ich will auch wissen, was der Zylindertyp ist. Geh da hoch. Ich drücke. Fast Travel wird erst freigeschaltet, gibt später, schreibt ihr, danke. Jetzt suchen wir den Zylindertypen gerade, oder was? Ich will erstmal hier in die Hütte. Sag, wenn du Bescheid weißt, wo wir vielleicht lang gehen könnten. Oder? Ja, die roten Punkte auf der Karte müssen wir. Okay. Also hier jetzt runter. Da weiter mal nicht. Da ist natürlich der Typ. Die Existenz geht dem Wesen voraus. Der Mensch ist nichts anderes als der. Mensch, könnt's gerne synchronisieren. Ja, und ihr seid? Warte, nicht sagen. Ich habe bereits geschlussfolgert, ihr möchtet einen meiner Erklärungen der großen Geheimnisse des Seins hören. Oh. Nun, lasst uns damit beginnen, das Konzept des Existenzialismus zu besprechen. Das ist der perfekte Charakter für dich. Das Wesen und die Existenz sind zwei Seiten derselben Medaille. Aber was ist Existenz? Gut, dass ihr gefragt habt. Die Antwort werde ich ein paar lange Stunden... Ich hab doch gar nicht... Einfach ein paar lange Stunden, ja? Achso, schön. Das ist sinnlos. Es hat keinen Sinn, mit Jean-Paul zu sprechen. Wir haben irgendwann aufgehört, aus ihm schlau zu werden. Jean-Paul Sartre! Aus ihm schlau werden. Es ist Sartre! Aus ihm schlau werden zu wollen. Ja, okay, das ist ein Unterschied, ja. So. Er gibt immer nur dieses Counter-Match von sich, das er als Philosophie bezeichnet. Das ist das lustig. Schön, Jean-Paul, ist das lustig, ey. Vielleicht besser mit seinen Anhängern. Sie drücken sich verständlich aus. Ist der Typ hat Anhängerin? Obwohl eher Fans, nehme ich an. Aber ja, es gibt ein paar, die ihm abkaufen, was er sagt. Frag mich nicht, warum. Sogenannte Studentin. Einfach so drauf, schätze ich. Es gibt sogar eine Anhängerin von Jean-Paul hier im Dorf. Die Maschine mit dem bemalten Gesicht, die ist es. Ah. Jean-Pauls Melancholie angenommen. Was das sein könnte, die Melancholie. Also irgendwer mit. Warte mal kurz.
Okay, nee, leider nicht. Also irgendeine bemalte Figur. Da unten oder was? Unter uns ist so ein Rot. Ich kann leider nicht da runter. Da rechts kann ich runter. Nee. Ah, nee, jetzt geht's wieder zum Anfang. Ich brauche eine andere Treppe, Leiter. Eine andere Leiter. Hier vielleicht. Da auch nicht, da vorne. Ah, bemalt. Aber gewiss, Meister Jean-Paul ist ein Genie. Man kann in jeder Beziehung auf ihn bauen. Gedanken daran, wie viel er mich lehren könnte, schrieb ich ihm einen Brief mit der Bitte, mich anzuleiten. Ihr bringt ihn doch hin, oder? Ich kann noch Post spielen. Wir sind zuerst erreicht, oder dieser schrecklichste Vergnügungspark. Oh je, ey. Na toll. Dann gibt immer so ein Geschlechter. Ja, komm, jetzt nehmen wir das mit, oder? Na klar, das ist doch nur ein Stockwerk höher. Ich verstehe nicht, warum die beiden nicht miteinander reden können. Der Song läuft in Gregors Kopf in Endlosschleife. Ja. Das glaube ich aber auch. Hier, Jean-Paul ist da, hier und da. Aber ich kann, es doch Kreis. Ich kann doch hier so auch. Nee, Jean-Paul ist links, oder? War der nicht? Ja, gut, das. Auf diesem Steg sozusagen, also nochmal rumlaufen. Ja, ja, okay. Okay. Auf dem Stege wartet er. Das ist ganz schön. Ich dachte, es geht schneller. Hier jetzt? Nein, da kommen wir her, ne? Ein weiter hier, auf den Steg. Genau. Ah ja, ich verstehe. Träume sind die geistige Version perfekter Realität. Ah, erlaubt mir sofort einen Blick darauf zu werfen. Interessant, ein Brief, nicht wahr? Ja, ja, nur wenn ihr glaubt, glaubt ihr, dass die Existenz dem Wesen vorausgeht? Nein. Ist man verpflichtet, jede Frage zu beantworten, die einem gestellt wird? Falls das euer Anspruch ist, wer oder was wäre dann mächtig genug, mir eine solche Bürde aufzuerlegen? Die Existenz. Ich finde eigentlich, das ist ja ganz interessant, was er fragt. Er stellt wenigstens die richtigen Fragen. Das verstehen die alle nicht. Die haben nie studiert. Die wissen nicht, wie das ist. Okay. Trotzdem runter, trotzdem jetzt zum Hauptziel und dazu glaube ich dann hier lang. Oh, gute Frage. Über die Brücke oder doch runter? Da sind wir tatsächlich hergekommen. Ja, aber wollen wir das nicht auch? Wollen wir nicht wieder zurück zum Widerstand? Ja, doch. Wir haben ja jetzt hier alles aufgedeckt. Ja, wir haben jetzt alles aufgedeckt. Wir haben noch eine Nebenquest mitgenommen, irgendeine Schwester zu suchen. Aber auch dazu müssen wir raus. Ja, da passiert schon was. Wer weint denn hier? Das ist die Jupiter-Frau. I am definitely not the person to discuss this with. I don't think I can stand spending one more day in this bunker. You leaving would be bad for me. It would affect mission efficiency. Are you saying you need me to be? All Model B combat units require the assistance of an operator. So... to be? That's all. Closing this channel. Ja. Das erinnert mich an Kojima, diese Gespräche immer. Das ist bei Metal Gear auch sehr gerne. Aha. Dann bin ich auch ein bisschen natürlich, was auch immer hier im Sinn kommt. Erfinder. Ja, ich investiere gerne in ihre Arbeit. Investieren. Narrenerfinder angenommen. Dividende.
Was möchte ich investieren? Oh. 5000? Oder 10? 10! 10.000! Der Mann hat mich überzeugt, seine PowerPoint-Präse war on point und gucken Sie sich mal die Brille und den Schnäuzer an. Solange das alles noch heiß ist, wie? Na, unsere fruchtbare Zusammenarbeit sehe ich mit Freunden entgegen. Absolut. Was? Oh nein. Echt ein Zeitflash? Das ist ja. Heureka, ich hab's geschafft. Sollen sich Augen und Sinne an meiner neuen Erfindung erfreuen. Kupferherz. Das ist ja gar nichts. Rostige Klumpen. Defekter Schaltkreis. Und Silbererz. Niederangriff-Chip. Außerdem mittlere Erholung. Sie kriegen auch noch ein Zurücksetzen plus ein Chip. Ein Meteorit. Hey, warte. Nein, was denn? Meteorit mal. Den also hatte ich da noch rumfliegen. Zurücksetzen plus ein Chip, das ist doch gut, oder? Ja, natürlich ist das gut, ich gebe Ihnen das ja. Leider hat die überwältigende Arbeit meine Finanzen erschöpft. Was? Wären Sie bereit, erneut in meine Mühen zu investieren? Naja, jetzt aber nur noch wenig. Warte mal. Nur noch 100. Ja. Ist das. Haben wir jetzt. Jetzt ist er wieder rot? Wollen wir noch mehr? Ja, es triggert natürlich jetzt. Ich will wissen, was ist. Was komm, einfach mal alles, ne? Was ja, wir haben. Echt? Na gut, ey. Alles, was wir haben. So viel haben wir gar nicht. Der Geldbeutel ist schwach. Okay, dann nehmen wir 10.000. Ich glaube, so viel haben wir aber nicht mehr. Wir müssen mal gucken, wie viel haben wir vielleicht noch. Haben wir so. 15.000 haben wir doch, glaube ich, schon. Siehst du? Ja, geht nicht. Moment, ne? Drücke Start. Dann gucken wir mal, was wir haben. Ja, 368. Wir haben alles ausgegeben. Wir haben einfach alles in diesen Typen reingesteckt. Ja, heißt der Satoshi oder was? Er verspricht Dividenden. Ja. Er verspricht doch Dividenden. Lass mich kurz noch, Buddy. Lass mich kurz noch. Nein! Es wird ein Last Call Dividenden. Ich habe noch 280. Die Automaten. Nur 200 will ich noch investieren. Das ist überhaupt. Also, guck, vielleicht reicht ja jetzt gleich, wenn ich noch einmal. Warte kurz. Bitcoin, Mann. Der Schieber weiß Bescheid. Simon, wir haben einfach kein Geld mehr. Es reicht noch nicht aus. Na gut, aber okay. Vielleicht bald. Lass uns einfach kurz unsere Gegner schnellst und direkt wieder zurückgehen. Wir kommen später wieder. Ich glaube, du läufst hier zurück zu dem Dorf. Ja, letztes Mal meinten alle, wir sollen wieder hochlaufen. Oh, was sollten wir? Vorhin meinten Leute, wir wären hier zu weit nach rechts und sollten wieder nach links, aber hier ist das Ende. Oder ist hier irgendwas, was wir übersehen? Geh mal weiter nach links und dann. Du siehst hier ja rechts auf der Karte. Ja, geh mal. Kurz mal gucken. Ne? Nee. Okay. Noch weiter nach links und da ist der rote Punkt. Kann man da runter? Nee. Noch weiter? Nee. Kann man nicht. Mal kurz ein bisschen reden. Da sind noch Quests im Dorf. Ja, aber dieser rote Punkt, du hast schon recht, der ist irgendwie nicht. Ja, das ist wahrscheinlich der Dividendenmann. Das ist nur der Dividendenmann, also müssen wir doch nach links wahrscheinlich. Ansonsten, wenn du nochmal auf die Karte gehst, es geht auch nach Süden, gibt's, also jetzt von uns nach unten gibt es auch noch einen Weg runter. Da siehst du, wenn man jetzt sozusagen nach. Hier? Nee, noch ins Dorf und dann runter. Okay. Das sieht doch richtig aus, da waren wir noch nicht. Oh, wie der durchpäst, ey. T-1000-Style. Ja, echt, ey. Ihre Hände durchflügten die Luft. Oh, warte, guck mal nach links, ich will mal sehen. Oh. Das ist eine dicke Schlucht. Boah, dude. Ja, aber es ist wirklich, das sieht halt echt toll aus. Irgendwie. Ey, sag mal, die Fische waren aus Metall. Sind die Vögel dann auch aus Metall? Gehe ich mal davon aus, ja. It is a world full of metal. We can get into the city ruins if we move that box. Nice, reicht schon. Nee, das ist immer noch da durch. Da rechts muss einfach da rechts vorbei jetzt rüberspringen. Moment, ja. Da durch. Naja, okay.
Willst du spielen? Waren wir, weil ich habe jetzt auch schon eine Weile. Nö, ich hatte doch gerade diesen unglaublich abgefahrenen Kampf. Ja, sowas hätte ich eigentlich auch. Ja, eben deswegen, also spiel mal ruhig, das ist alles gut. Ich brauche ja Tier heute. Oh ja, Tatsache, stimmt. Oh, kann ich mich anvisieren. Also mit Blazern, dass die eigentlich nicht böse sind, ne? Dass die eigentlich keine Roboter sind, meine ich. Ah, okay, komm, vergiss es. Am Widerstand ist aber tatsächlich auch in der Richtung. Ja, aber hier ist auch Kram. Naja, wieder nur die. Die sind jetzt ja zu schwach. Mehr gelernt. Sind das dieselben? Ich weiß es nicht. Stimmt schon. Boah, der hält aber viel aus, ey. Boah, der verteilt aber auch ordentlich, ne? Ja, das ist ein Drittel, ein Drittel. Boah. Super Laser ist wieder. Oh, shit. Hey, wieso habe ich nicht getroffen? Nice. Jetzt kannst du looten. Toll. Ein Tierfell. Die Mühe für ein Tierfell. Das tut mir leid, Tier. Das war es nicht wert. Auf dem Funkturm ist eine Kiste. Wurde gerade noch was gesagt. Was ist denn da ein Funkturm? Ja, doch, den haben wir vorhin gesehen. Ist er da? Nee. Boah. Aber der war doch so groß, den müssten wir doch eigentlich sehen. Rechts war ja das doch, oder? Das ist, glaube ich, da nicht der. Da oben auch drauf? Ja. Sieht nicht aus wie der, den ich gerade gesehen habe. Der sah mehr aus wie der klassische Far Cry-Fernsehturm. So ein großes Ding einfach aus Gerüst. Wie der Eiffelturm oder so. Hier, Nakizaki Kiyosami hat geschrieben, man kann auch mit Waffenwechsel-Kombos machen. Oh, sieht geil aus, ne? Ja. Okay, also irgendwie so und dann. Dann noch wechseln. Waffenwechsel, ja. Schon ganz geil, Alter. Da geht einiges. Schwabam, ey. Schwabam. 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 Oh, warte, was? Ey. Schwabam King. Was denn? Okay, kurz mal upgraden. Scheiße, nichts davon. Zu wenig Tierfell, Mann. Wir brauchen einfach mehr Tierfell. Am Wasserfall ist irgendwas. Der Dante, der hat bisher gute Sachen geschrieben hier. Immer. Kurz nochmal gucken, ob hier irgendwas ist, was wir echt nicht brauchen. Irgendwas, was wir doppelt haben oder so. Ja, ich habe vorhin auch schon einen Tipp gelesen. Eigentlich diese ganzen HUDs brauchen wir nicht. Also Minikarte finde ich sehr angenehm, aber... Ja. Hier wäre es geil, wenn man nach Wert... Geld sortieren könnte. Ja, filtern könnte. So. Geht hier leider nicht. Nee, gibt's keinen Button. Der Meteorit zum Beispiel, den wir eben bekommen haben. Ja, Erz, ein Stück aus. Ja, den brauchen wir bestimmt für irgendwas Geiles. Ja, also. Ja. Ey, Meteorit. Na gut, okay. Zu wenig Geld vielleicht. Hm, ja. Ups. Die Maschine namens Pascal. Und den du es total haben lassen. Wir können Gesetz unsere extrem gute Geräte herstellen. Ah. Viskoses Öl. Naja. Da ist noch ein Item. Da, hinter ihr ist noch ein Item auf dem Boden. Man kann es ihnen ja nicht verdenken, ne, dass die irgendwie mit denen zusammenarbeiten. Aber irgendwie zeigt es doch die Absurdität des Ganzen umso mehr. Ja. Ah, Fische verkaufen. Ja. Oh, aber ja. Wir haben halt wirklich nur noch 68, Mann, ey. Das ist aber gar nichts. Wir haben doch Fische. Solange wir Fische haben, der Fische hat, der wird nie wirklich hungern. Apropos, wo sind sie denn? Ich würde sie gerne verkaufen. Ah, da Koi-Kaffenmaschine. Alter! Ah, ja. Oh, bling, bling. Maschinenkern kann gegen Geld, wenn sowas dasteht, kann man das dann nicht einfach verkaufen? Oder eins. Komm, einen verkaufen wir mal. Wir werden es merken, ob wir die später noch brauchen. Ja. Aber so haben wir jetzt 15.000. Es wäre, als wäre nie etwas passiert. Willst du mal eine andere statt Laser mal vielleicht hier sowas? Dann lieber Klinge oder Hammer, ey. Obwohl, ja, warte mal. Illusion habe ich vorhin gelesen, soll richtig der Hammer sein. Fixen und Kämpfer eine Reihe. Ah, okay. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, geil.
Okay. Wir haben den Laser ja immer noch, wir können ihn ja auch umstellen. So, wir können ihn sozusagen auf Nahkampf und Fernkampf stellen. Jetzt ist das schon mal ganz geil. Wollen wir die Waffen upgraden mit für 5000 noch? Moment, habe ich schon geguckt. Können wir nicht. Anderen. Nee, wir haben die. Wir haben die. Dafür die Utensilien nicht. Tierfell braucht. Also für die eine Waffe brauchen wir nur noch 4 Tierfell. Aber hast ja gesehen, dass es auch ein bisschen dauert manchmal. Hier steht noch Fische, Halsketten und Maschinenkern verkaufen. Okay, also Halsketten und Maschinen. Also die Maschinenkerne ist schon mal gut, wenn man weiß, dass man die verkaufen kann. Ja. Boah, mega Cash. Halsbänder, jetzt. Oder? Das waren die, genau. Ja, genau. Also Schmuck einfach, man braucht keine Sau. Für mich können wir die alte Maske auch verscherbeln. Das ist wahrscheinlich echt nur Accessoire. Okay. Brauchen wir nicht. Geil. Wir wollen eine richtige Bam-Maschine wollen wir sein. Ein Bam-Droid wollen wir sein. Bam-Droid, genau. Hier ist leider nichts Spannendes jetzt dabei, es sei denn, du hast noch was. Nee, wir haben Ausweich, haben wir alles, Autogegenstand, alles Quatsch. Kurz nochmal gucken, wolltest du nur irgendwas, einen Chip nochmal kaufen oder so? Ja, wollen wir die Chip-Erweiterung? Ja, gut. Erstmal, ne, da haben wir echt genug, genau, immer auf 30, so. Die müssen wir auch häufiger mal benutzen. Soundwelle, ne, hat man ja schon. Vielleicht ist hier noch irgendwas, glaube aber nicht. Nee, ne? Max LP. So, aber 11, ey, das ist echt krass. Ja, ist zu krass. 11 ist echt teuer. Gut. Also, mir ist egal, wir können gerne jetzt das Geld noch ausgeben für. Von mir ist auch eine neue Waffe. Können wir auch mal ausprobieren? Well, what do you think? Haben wir ja gerade. He just started transmitting to us directly. Now do you believe we're not a threat? Your mouth can say anything it wants, but you still don't have a heart. I suppose that's technically accurate. Yeah! Well, what? You're free to visit our village whenever you like. Okay. Ja. Haben wir also zumindest einen kleinen brüchigen Frieden mit den Freundschaftsbots geschlossen. Slots kaufen, Chips finden wir noch genug. Es wird sehr, sehr häufig gesagt. Okay. Ja. Aber Slots konnten wir jetzt gerade nicht kaufen, oder? Müssen wir mal gucken. Es gab teure. Wir haben die zwei günstigen gekauft. Vorhin hier rechts bei der. Ja, das ist richtig. Und war es gab noch ihr? Zwei. Ja, ich glaube, ja, bei ihr war das. War das noch fest? Körperberatung war das, oder? Versicherungschips. Ja, ich probiere es mal mit Körperberatung nochmal. Nee. Ah, nee, dann war es doch Chips kaufen, verbessern und jetzt Sicherungschips, glaube ich. Ah, nee, da warst du doch schon, oder? Gerade eben. Oder kaufen einfach? Ah, ja, ja. Eine Sache noch schnell verkaufen. Komm, wir verkaufen noch schnell irgendwas. Ja. Was können wir noch verkaufen? Kleine Erholung. Wir brauchen 1032. Sowas zum Beispiel, Autogegenstand. Hier so ein Kram. Da haben wir doch, komm, brauchen wir ja, nicht. Ja, raus. Wenn wir den gleichzeitig ja, und ja, dann können wir direkt. Guck mal, das brauchen wir vielleicht auch nicht. Na gut, mal warten mal. Aber 11. Ja, komm, nee, warte, 11. Warte. Ja. Na gut, wir brauchen, du meinst ja, wir brauchen eh nichts mehr. Du hast recht, Budi. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not oder so. Jetzt haben wir, krass, Alter, haben wir jetzt viel Zeug. Da kann man jetzt aber nochmal. Ja, wir hätten das Geld natürlich auch diesem Erfinder geben können. Nein. Für seine Dividenden. Hätten wir. Wir haben aber schon wir sind halt nicht so. Wir sind da vorsichtiger. Ich bin aber auch ein bisschen gesättigt gerade, dividendentechnisch. das gleich mal tauschen. Durch die Illusion und die Plug-in-Chips. Oh Mann! Oh! Kann natürlich auch automatisch gehen, aber ist egal jetzt. Also, nee, automatisch. Achso, du hast, warte mal, welche, hast du alle Chips ausgewählt gerade? Warte, Moment, ich gehe nochmal zurück. Ja, alle okay. Chips. Was ist denn, was Projektil, was ist das, VD, was 50 so was hier würde ich gerne mal machen oder so. Oh, Schaden, das würde ich auch gerne haben. Auf Wiederauferstehung. Ah, das war's schon. Mal, wir können uns die beiden Dicken können wir uns problemlos gönnen. Schau mal. 32, ja. 32 Punkte können wir ausgeben. Hammer, ey. Mega geil. Wollen wir die? Oder ja, hast du auf noch? Jeden Fall. Nimm die Dicken. Wir hätten ja auch noch hier sowas und wie Niederangriff, was das Niederschlag einhergeht. Egal.
Was denn? Was noch? Ich würde jetzt noch Feuerkraft nehmen, den 13er, glaube ich. Den haben wir schon. Ach, den haben wir schon? Den haben wir ja gerade ausgerüstet. Geil. Ja, den haben wir gerade ausgerüstet. Dann den Frage und noch. Eventuell, dann haben wir 28, 4 ja, Punkte noch. Ja, 4. Schade. 4 haben wir nicht mehr. Gäbe es noch was, was wir unbedingt haben wollen? Geh mal Bewegungstempo 5. Gibt es noch irgendeinen 5er, den wir wegnehmen? Weil Bewegungstempo ist immer geil, finde ich. Was ist denn Konto? Und HUD können wir wegmachen. Ja, nee. Ich weiß, es okay. Bringt uns nicht genug, sonst aber es ist schon mal einer weg. Den Konter können wir raus. Hier ist sicher noch mehr. Guck mal, hier ist noch mehr. Textlog brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht? Ja, gut, ja. Brauchen wir Ziel, okay, Schadenswert. Ja, doch. Steuerung brauchen wir nicht. Oder Blended HUD? Nein, komm. Das ist doch alles Kram, ey. Brauchen wir alles nicht. Oder? Sag doch, wenn ich mich irre. Ich weiß es auch nicht. Nee, also wir haben jetzt. Wie viel haben wir noch? LP-Leiste ist nicht 13 falsch. Punkte. Fähigkeiten. Leiste brauchen wir doch auch nicht. Feinddaten, okay, Minikarte, okay, ja. Ziele, okay, oder? Ja, ist okay. Und dann haben wir jetzt, 15 Punkte noch auszugeben. Nicht schlecht. Und du wolltest welches eben haben? Geschwindigkeit, also es wären aber schon mal 9 weg. Der Auto, das, der 9er war es, glaube ich. Das hier, oder? Zweite von unten, jetzt von unten, runter. Der 9er Autogegenstand. Autogegenstand? Nee, warte, doch nicht. Wo war noch Geschwindigkeit? Aber 9 ist ja auch viel zu viel. Schau mal, wir haben. Oder doch, ach, da oben ist auch noch Platz. Ja, wir müssen es anpassen, so. Kann man da nicht einmal rausgehen und dann. Sortiert er das? Das ist irgendwie nicht defragmentiert. Das kannst du automatisch machen. Okay, wir haben nicht mehr. Wir machen kurz Pause. Ah. Kurz Werbung. Währenddessen überlegen wir uns, wie wir das hier verwurschteln. Und dann sehen wir uns zurück zum großen Finale, zumindest für den heutigen Abend. Dann gibt es auch die Auflösung des Votes. Weitermachen, ja, nein. Und dann. Beben, Werbung, Beben. 1A. All hail to the Pappkarton. Wir haben uns einen neuen Pott gekauft in die Automata, neben vielen anderen Dingen. Da seht ihr ihn. Der schöne Pappkarton-Skin. Hauenpappe. Der hätte eigentlich von uns kommen können. Ne? Das könnte von uns sein. Wir haben aber ganz viele auch andere, nicht nur kosmetische Dinge ausgerüstet und aktiviert. Willst du vielleicht kurz mal zeigen, was wir alles gemacht yes. haben? Yes. Wir haben einfach ein bisschen rumgespielt und unsere Plugins bearbeitet. Das ist jetzt unseres? Genau, das ist das, was wir händisch zusammen bearbeitet haben. Dort haben wir noch ein Plus 15 auf Fernkampf insgesamt. Und wir haben das ist eine defensive Einstellung und das ist eine aggressive Einstellung. Das heißt, man kann hier 3 Presets auswählen und so könnte man theoretisch dann im Kampf irgendwie noch ein bisschen hin und her wurschteln. Ich denke auch, ja, man sieht ja die automatisierten sehen halt ein bisschen anders aus als das, was wir da zusammen gewurschtelt haben. Mal gucken, ob unser Mix sich bewährt. Ja. Ich finde es auf jeden Fall ein schönes System. Es ist ein sehr gutes Perk- und Level-Up-System für mich. Ich will einmal nur mal kurz gucken. Wir haben doch nichts, Rudi. 200 Geld. Ja. Komm mal wieder. Jupp. So, also, was passiert? Wir haben jetzt frei, wir haben es freigeschaltet. Das Dorf ist freigeschaltet. Ja. Genau. Wir können jetzt auch wieder zum Dorf. Da haben wir auch einen Auftrag, aber keinen Hauptauftrag. Man könnte wieder hoch zur Station und da mal gucken, was Sache ist. Aber ich habe ein bisschen vergessen, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Tja. Also was wir jetzt gerade im Moment eigentlich machen sollen. Wir brechen gleich wieder auf, sobald du dir etwas ausgeruht hast. Ach so, pennen. Ja, man muss doch mal ein bisschen schlafen, muss auch möglich sein. Ja, muss doof, drin sein. Ich habe gerade ausgesehen, eine kleine Erholung oder eine mittlere verbraucht. Aber ist egal, wahrscheinlich würde man hier wieder... Ist nicht so schlimm. Überhaupt nicht. Ich bin ein sehr sparsamer Typ. Ja, Spasiate. Spasiate? Oh Scheiße, hab ich noch nie gehört. Das wusste ich. Hab ich noch nie, Mann, ich bin 35 Jahre alt. Nee, ich wollte früher immer mit dir einen Einspieler machen. Ich krieg ihn aber nicht mehr zusammen. Spasiate, das ja, ist dumm. Ich wollte früher mal eine Waffe immer machen. Die hieß irgendwie Asiatenwerfer, also wegen Granatwerfer. Aber ich kam nicht ganz, der Gag war nie fertig. Aber ich wollte dich dann in die Hand nehmen und du solltest aus dem Mund. Der Gag wieder, wir haben den Dreh nie gemacht. Es hat nie funktioniert. Aber schön, dass wir jetzt... Schön, dass wir darüber so was in der Art mal hingekriegt haben. Ich habe vorhin noch gelesen, dass wir diese Quest annehmen sollten. Zeig mir das. Aha, okay. Modelle oder wenn du schon ansprichst, wie schon aus dem neuesten Sinn. Brauchst du etwas? Sogar in der Lage. Ich wollte das nicht. Oh. Jetzt
hören wir uns das an. Aha, was denn jetzt? Na schön, wenn ihr darauf besteht. Ach nee, ist eine Frau, oder? Ja. Nee, dann kann ich so nicht reden. Materiallager, in dem er auch arbeitet. Ach bitte, das würdet ihr machen? Ohne ihn bin ich hier, bitte. Ich bin nur eine Frau. Aber du bist auch eine Frau, eine Roboterfrau. Das macht mich mir überlegen. Aber ist es nicht für einen Roboter komisch, ins Materiallager zu gehen? Genau. Da, ich würde auch sagen, da. Was ich aber gut finde, ist, dass niemand auf uns so reagiert, wie man es gerne in so Spielen hat, dass die uns nicht ernst nehmen oder dass die uns als dumme Blechbüchsen oder so. Ja. Weißt du, so, man hat ja oft so einen unterschwelligen, nicht Rassismus in dem Fall, aber Robotismus und halt, das hat man ja gerne, dass die Leute, für die man arbeitet, dass die einen nicht würdigen und das nicht respektieren. Ist in diesem Fall nicht so. Also, die wirken alle sehr dankbar. Wenn wir im 12. Jahrhundert sind, also. Ein neues Format, der Spasiate. Sponsored by My Deals. Eine meiner Freundinnen hat eine Dose, die Musik macht, wenn man sie öffnet. Ich bekomme dieses Lied nicht aus dem Kopf. Das Lied ist so wunderschön, so etwas habe ich mir nie zuvor gehört. Und das Schlimme ist, ich kann mich nur in den ersten Teil des Liedes erinnern. Ach du Scheiße. Wurde ich jetzt gespoilert oder wurde es schon gesagt, ist der Widerstand denn auch nur Androiden? Wusstest du das? Nein. Okay, dann sind wir jetzt wenigstens beide gespoilert. Aber vielleicht, alle anderen auch. Aber vielleicht hätten wir es auch schon längst erfahren können. Es würde irgendwie passen, weil ich meine, es gibt offensichtlich in dieser Welt keine Menschen mehr. Es wurde ja auch schon mehrfach so angedeutet, ne? Aber krass, ja, das ist doch alles bescheuert nur noch. Es gibt doch alles keinen Sinn mehr irgendwie. Warum dann überhaupt kämpfen? Was, wofür überhaupt? Seht ihr, es war kein Spoiler, wir haben es nur nicht richtig verstanden, wir haben nicht drauf geachtet. Also, keine Panik. Auf die Titanic. The Panic of the Titanic. Okay. So, okay, kann ich jetzt hier lang? Wo komme ich denn da hinten hin? Wo komme ich denn hier? Achso, das ist eine Lampe. Ich jetzt sah so, als ob man mit ihm sprechen kann. Okay, ich muss jetzt irgendwo hier. Du hast doch die Lampe an, Buddy. Komm jetzt. Kune Punik auf der Tutunik. Ja, Freunde, trinken doch. Diese Kultur sollten wir öfter machen. Die Menschen haben sich nach der Arbeit mit ihren Freunden zum Trinken getroffen. Diese Kultur sollten wir zu unserer machen. Glaubst du nicht auch, Jean-Paul? Aber spätestens jetzt wären wir drauf gekommen. Ja. Wirklich eine Minute später wären wir drauf gekommen. Ach, die Menschen sind ja auf dem Mond, Mann. Wir Vollidioten. Ja gut, aber hätte ja trotzdem sein können, dass es noch auf der Erde verbliebene Menschen gibt. Aber ja, es warten ja hunderttausende Menschen warten auf dem Mond, bis hier endlich wieder alles friedlich ist. Ich raste hier gerade ein bisschen auf. Was genau suchst du eigentlich? Ja, diesen Quest. Warum? Irgendwen muss ich ja. Ach ja, stimmt, wir sind im Lager. Vielleicht von der anderen Seite kommt. Aha. Oh, das ist ein bisschen hakelig hier. Aber das kann doch nicht sein, oder? Dass ich hier jeden einzelnen so ablaufen muss, das glaube ich nicht. Ja, nee. Okay. Ja, keine Ahnung, dann muss ich jetzt hier runter. Hier gibt's ja nichts. Ich muss doch jetzt nicht alle ansprechen, oder? Eigentlich doch immer nur die Roten. Die Roten. Vielleicht, wenn du mal rausgehst von außen. Nicht die Treppe runter, Leiter runter. Das? Nicht die Leiter runter? Nee, Entschuldigung, lass mich von mir. Geh mal ruhig. Genau, mach du mal, was du machen wolltest. Ich lese nur laut vor. So, ich guck einmal auf die Karte und guck mal, was das nächste größere Ziel ist. Da, dieses kleine Quadrat oben ist hier schon mein Hauptziel. Bist du so oben im Norden? Rechts ist der rote Bereich. Ah, hier. Ja. Aktuelles Ziel. Und da unten ist ein Nebenquest, nehme ich an, ja. Jean-Paul's Melancholie. Pascal's Dorf. Je suis Jean-Paul. Je m'appelle Jean-Paul. Da gab's auch hier da diesen, die Abkürzung, ne? Das war richtig. Ich habe keine Ahnung, Buddy. Oh, I don't know anymore. Ich glaube, ja. Irgendwas war noch mit dem Wasserfall vorhin. Hm.
Aber ich feiere dich für den Versuch. Schön, dass du es gemacht hast. Nee, irgendwas war mit dem Wasserfall. Ah, da, tatsächlich. Da war jetzt eine Kiste, aber... Ah, seht ihr? Seht ihr das? So ist es immer. Aber der Text ist jetzt original weg, weil wir das hart ausgebaut haben. Das heißt, wir lesen nicht mehr, was wir bekommen. Ja, das ist nicht mehr so gut. Das ist tatsächlich nicht mehr so gut, ne? Dafür halten wir jetzt mehr aus. Und wir haben einen Papppot. Ich bin zufrieden mit unserem Ende. Ich bin auch zufrieden. Man kann nicht alles haben. Man muss auch manchmal Kompromisse machen, ist guter. Ja. Schauen, wie schnell wir dahin. Richtig schnell. Die hat schon so Anime-Bewegungsstreifen. So Schmierstreifen hat sie schon. So würde ich mir One Punch Man gerne vorstellen als Spiel. Ah, die zweite Staffel, ey. Wie lange brauchen die immer für ihre Animes? Haben die nicht mittlerweile Roboter, die die Animes zeichnen? Das ist doch voll rückschrittlich, dass das doch Menschen machen. Japan, get your shit together. Ich glaube, das ist schon recht automatisiert. Ey, One Punch Man. Warum sind wir noch so lang? One Punch Man in Beat'em-up Games. Also, es gibt doch so viel. Warum nicht One Punch Man auch? Nee, ich glaube, das Problem mit One Punch Man ist, dass du halt. Ich wüsste nicht, wie man irgendwas darum stricken soll. Ein Kampfspiel mit einem Typen, der unschlagbar ist, ist halt ein bisschen lame, ne? Ist Azuras Wrath nicht genauso? Ja, aber der muss sich noch anstrengen. Du hast völlig recht, der ist auch übermenschlich, aber der muss sich irgendwie wenigstens noch anstrengen. Bei One Punch Man habe ich bis zum Finale eigentlich nie mir Gedanken gemacht. Aber ich glaube, darum geht es irgendwie auch nicht, habe ich das Gefühl. Naja, nee, was weiß ich. Das One Punch Man als Spiel ist nach 20 Sekunden vorbei. Ja, stimmt so. Ich würde es feiern. Ich fände es lustig. Ihr habt mir hochviskoses Öl mitgebracht. Natürlich, für dich nur das hochviskoseste. Mhm. Vielleicht ist das der Anfang, dass wir alle zufrieden miteinander leben müssen. Der Pascal ist damals ganz scharfem dran. What's that noise? From the bunker. We're reading a Goliath-class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All Yorha units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low, but I hope you will nonetheless. We'll sort it out later. Let's go. Yeah. Moment, diese Karte. Ja, Ruinenstadt wieder zurück. Okay, ein Goliath ist dieses riesengroße Schaufelding, was wir ganz am Anfang bekämpft haben. Kann sein, muss aber nicht. Ich meine, oh. Aber wäre ein bisschen lame jetzt nochmal ein Schaufelradbagger. Ich meine, ihr müsst jetzt auch mal ein bisschen was anderes zeigen. Da ist der Antennenturm auf jeden Fall. Ja. 2B, Command is deploying new flight units for us. They just set the coordinates, so let's get going. Oh, da wird schon geballert im Hintergrund. Wollen wir da jetzt noch hochklettern? Ja, oder? Bei der Gelegenheit kann man doch schnell mal. Okay, wir wissen nicht, was wir bekommen haben, aber es war mit Sicherheit richtig geil. Ist doch wieder so farblos. Ja, stimmt, ne? Das war vorhin schon mal prächtiger. Das wird jetzt immer mehr wie in der Raumstation. Oh shit. Ist das Funken oder? Ja, ne? Keine Ahnung, was das ist. Brennt was? Dramatisch. Oh, das ist hier wirklich einer, das rechts. Wirklich ein Schaufelrad-Typ. Boah, ist der groß. Alter, ist der groß. Das ist doch ein Land aus, dass man da an den Fuß hoch muss. Er meinte ja gerade da nicht lang, oder? Hat er nicht gerade gesagt? Ja, stimmt. Anderen Weg find another way, ja. Units should be on the roof of that building up ahead.
It'll be dangerous, but we're not going anywhere unless we pass through that Goliath's legs. We should be careful. Sehr gut, ey. Okay, so, aber man da hier kann ich wohl... Nee, muss man wirklich durch die Beine durch, oder? Also hier bin ich falsch. Ja. Komisch. Oh, hier ist noch was. Mehrere, oder was? Sieht das richtig? Hier links zusammen und rechts? Es sieht so aus, ja. Ah, shit. Ja, da muss man vielleicht doch an ihm hoch. Oder hier hoch, ja. Da kommen wir her, das ist der Widerstand, oder? So eine Kacke, echt? Ja, meine ich ja. Ich laufe jetzt immer so ein bisschen auf der Minimap nur nach diesem... Das sind die Beine. Da kommen so Löcher. Ja, ich glaube, das sind die Beine. Nee, oder irgendwelche Ja, irgendwelche Angriffe. Ah, sehr gut. Das haben wir gefunden. Boah, ist das mächtig. Riesengroß, ey. Ach geil, guck mal, da fliegen andere Yorha-Fighter. Ja, oh ja, die, die kämpfen mit ihm, ja, ich seh's. Ja, Moment. Ist der Coitus? Nein. Cocytus. Ich meine, irgendwie denke ich, du hast recht, ne? Man es sollte so aus, doch als wirklich. Man ja, es, nee, man kann nicht. Kann nicht draufspringen. Na, aber da irgendwie da ins Gebäude hoch und dann kann man auf ihn draufspringen. So. Genau, da kommen wir auch her. Und ich kann mir den Hirsch einfach fragen, ob er ihn wegrammt oder so. Ich glaube, da kannst du. Ja, doch, da kannst du auch. Sonst die Treppe mal hoch, ne? Na, links ist eine Treppe, links, nee. Da sah jetzt gerade aus, da müssten, da sind Treppen hoch, glaube ich. Genau. Ja, jetzt kannst du immer so. Okay. 2B, display data on central wiring hub. Oh, jetzt habe ich ja das andere Ding. Ich habe den Laser nicht mehr. Stimmt. Nice, sehr gut, das mit diesem. Aber, ja, ich muss erstmal rauskriegen. Oh, shit. Was das Ding jetzt bringt. Ich bin völlig gerade verwirrt. Ich kann mich übrigens nicht mehr bewegen. Du musst dann R2 drücken, auf jeden Fall, um dich loszulösen. Das hat sich auch. Ah, okay, okay. Und Health nehmen. Ja, ja, das wird schon. Nein! Shit. Nice. Das, ja, es hat was gebracht. Irgendwas hat es gebracht. Ja, ich glaube, der Laser ist vielleicht hier an der Stelle doch besser. Ja, der Laser wäre hier besser. Aber jetzt will ich nicht mehr ändern. Bringt ja alles null. Komm, ich brauche mal ein bisschen. Was geht? Bisschen Attacken! Sehr gut, Alter. Oh, shit. Sehr aufregend ist das. Ach, scheiße. Nein, ich habe den Laser nicht mehr. Egal, das war trotzdem ganz gut. Sehr gut. Nice. Oh, dieser Move, ne? Ich bin so auf den Laser getriggert, aber siehst du, irgendwas bringt das ja auch scheinbar. Diese Zeichen kommen ja. Aber ich glaube, das sind wirklich einfach nur Zeichen, eher mit zur Animation, glaube ich. Ich müsste mir das mal angucken.
was genau wir da eigentlich ausgerüstet haben. Wir haben es leider bis eben noch nicht wirklich ausprobiert. Was ist das hier? Das ist doch, das ist, irgendwas bringt das. Ich komme nicht weg. Ja gut, doch. Das ist das, was du meintest, ne? Wenn es so festhängt. Ja, genau. Nee, hat keinen Schaden gemacht gerade. Nee, dann spare ich mir das. Ja, das ist halt, wenn man nicht aufpasst, was man da ausrüstet. Okay, das aber bringt was. Ey, das ist einfach mal Optimus Prime, ne? Das ist einfach riesengroß. Oh. Scheiße. Jetzt komm, wo seid ihr? Sehr gut. Das ist Kamera so weird, ne? Ja, aber die soll auch gerade so sein, glaube ich. Ja, so ein typischer Fall von erzwungener Perspektive. Sehr, das ist aber, jawohl, 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 jawohl. Ah, schade, fast. Einen noch. Oh. Jawohl. Ja. Let's get to those flight units while we can. Und wo sind die? Hier? Ja. Ah, okay. Oh. Was geht? Ich kratze. Achso. Willst du spielen, Bruder? Nee. Du spielst weiter, Alter. Okay, es geht schon ganz schön lange. Ja, aber ich hatte doch diese. Mach mal. Oh, wir haben eh nur noch 2 Minuten. Scheiße. Oh, die Zeit geht heute aber wieder rum. Ich muss das doch noch schaffen. Ja, das war doch noch nicht das Ende, deswegen, ey, oh nein. Nee, Mann, das ist niemals das Ende. Das ist immer noch einen drauf, ey. Immer noch einer und noch einer. Ja, in den Nacken rein. Jetzt bin ich gespannt, sie werden sicher nicht nochmal dasselbe wiederholen. Doch. Also nicht denselben Kampf nochmal, so wie wir ihn schon mal hatten. Das wird anders inszeniert dieses Mal. Was haben wir? Okay, geil. Wir haben den Nahkampf. Boah, das. Geil. Wir haben die Waffen, wir können in alle Richtungen ballern. Oh, nicht in den dicken Laser rein, ja klar. Pam, 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 pam! Oh, das bringt gar nichts! Okay, ausweichen können wir trotzdem, ja, sehr gut. Nice. Oh, der darf mich gar nicht berühren, ne? So wie eben. Aber doch, war alles richtig. Schau mal, was das für eine. Ja, schön rundum. Alter, der hat mich voll erwischt. Ja, das war echt nicht gut. Ah, voll rein. Nee, war gut. War super. Du bist ausgewichen. Du bist gedodged. Ja, okay. Okay, und? Nee, nicht richtig. Das war nicht gut. Da warst du bald. Jawohl. Na, noch einen? Target enemies offline. That should do it for the Goliaths. Cool. Look out! Natürlich nicht. Muss noch ein letztes Mal töten. Nimm das. Nimm diese Erde. Was macht er? Warum? Alter! Ja, vielleicht wieder angerufen. Vibrationsalarm. Das ist auf jeden Fall ein Vibrationsalarm. Alter, wir sind wieder tot jetzt, oder? Wir sind tot. Wir sind wieder tot. Doch nicht. Das ist Anime-Style. Das ist Vegeta schießt hier so ein Kameha oder was. Macht er gar nicht, ne? Alien? Unbelievable. The aliens who hadn't revealed themselves in hundreds of years were hiding underground? Was ein Cliffhanger! Das ist wirklich ein krasser Cliffhanger jetzt für uns. Wir müssen aber, wir haben nicht gespeichert, ne? Wir haben immer noch nicht gespeichert. Wie können wir jetzt noch schnell speichern? Wir müssen noch. Die Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt. Speichern musst du. Okay, erst noch mal kurz Cutscene.
Nicht aussteigen. Yorha, this is your commander. For the first time in centuries, we've intercepted a signal belonging to the aliens. These are the creatures that are in direct command of the machine life forms on this planet. If we can destroy them, we can end this long and arduous war once and for all. Our intel team is hard at work attempting to analyze the source of the signal, but we're not there yet. We need more data. All Yorha units are hereby ordered to prioritize data collection above all else. We can't let this chance slip through our fingers. Glory to mankind. I used Command's data to determine the signal's source and marked it on the map. But it seems to be underground. Like, way underground. Guess we'll see once we get there. If we're lucky. You're not much for plans, are you, 2B? So. Oh, das war toll. Das war spektakulär. Das war gigantisch. Das war mechatronisch. Mechatronisch. Das war 94% wurden unfassbar. Wir 94%? Wir haben 1% verloren. Oh, oh nee. Oh. Was ist hier los? Da ist ein Bug. Das ist nicht fair. Wir haben ein paar Prozent verloren da eben. Warum? Dann weiß ich es nicht. War der Kampf nicht gut? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, ich glaube, das liegt nicht an dir, Simon. Ich finde, das war alles insgesamt sehr, sehr gut. Okay. Sehr, sehr gut. Finde ich auch. Finde ich nämlich auch. Ja. Dann geht's also weiter. Beim nächsten Mal, nächste Woche vielleicht. Also wir werden versuchen, wöchentlich für euch da zu sein. Wir suchen auch gerade noch einen festen Termin. Könnte ein Dienstag werden. Dienstagnachmittag ist bisher im Gespräch. Genau. Dann vielleicht in Zukunft immer Dienstagnachmittag vor dem Dienstag und Co. Statt wie jetzt, anstatt des Dienstags. Genau, also Dienstag soll auch wieder weitergehen. Ist halt BS-Tag heute, immer Bullshit-Tag. Bullshit-Tag. Ja, oder aber Besonderstag. Besonders, das gefällt mir sehr gut. Besonders, heute bei Besonders. Ja. Vielen Dank, Gruß an euch. Ne? An schön. Euch. Hm, ja. Wascht euch gut überall und wir sehen uns dann morgen. Das Waschen vorm Schlafen gehen kann ich empfehlen. Oder beim Schlafen. Aber nicht beim Schlafen, also beim Waschen einschlafen ist nicht so gut. Nein, das nicht. Eine Badewanne ist nein, das sollte man nicht tun, dann wird man sehr schnell kalt, wenn man da einschläft. Ja, dann wird Erkältung. Das ist schlecht. Und dann trinkt ihr auch das ganze Wasser weg, wenn ihr schlaft. Zum Beispiel. Wir hätten vor einer Minute aufhören sollen, Bulli. Können wir nochmal schnell speichern? Können wir nochmal zurück? Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja, wir tschüss! Tschüss, wir wandern nach unten. Tschüss.